Jan, yo, wer ist der Kanalololo? Yo, ihr krassen Dudes, B-Ball Time mit Erkan, der Abuli, erstmal danke für den Raid, danke schön, der Bossi, Ola, die Daria, hallo, schöne Daria. Ola, 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 danke für den Raid, was gab's bei euch? Okay. Was ist denn heute krasses passiert? Grollenballon, Hallöchen, Anabuli, Ola, was gab's bei dir? Ola, wir können ja im Hintergrund, darf man die Musik da lauter machen vom B-Ball? Hat gar keine Grundmusik, die Basketball ist. Bei mir gab's Fortnite. Hallo Snuggleslab, was macht das sternemäßige Leben ganz weit vorne? Ganz weit vorne. Achso, muss ich das leise machen, oder? Darf ich ja die Musik nicht spielen vom NBA, oder? Und das ist die Grund-NBA-Musik. Just to start the break, one man break and get out there ahead of the defense. Das ist die Grundmusik von NBA, oder? Wie gibt es denn gleich wieder Strikes? Stabil, Bruder, Snuggleslag. Also nochmal, Hallöchen, Snuggleslag. Brinky Moinsen, ein Stück weit aufklärend. Was ein Stück weit aufklärend? Schon Folge 9 angeschaut? Nein, Boss, ich habe heute Basketball geschaut. Aber wir machen mal so. Ich lasse das mal lieber aus. Oder? So, ich muss jetzt noch schauen, ob ich die Basketballkarriere laufen lassen darf. Wir spielen noch Basketball. Also, wir müssen reden, Leute. Ist zu krass. Wer hat's mitbekommen? Das ist der Dr. Manu hat's mitbekommen. Ein Zippen Caesar, jetzt bin ich ganz da. Ich musste hier noch einstellen. Ich bin noch ganz gehypt, Leute. Ich bin noch ganz gehypt. Boah, krass. Ich muss den Ball holen. Neuer Follower. Neuer Follower. Es ist das zu glauben, dass die Deutschen Amis gekickt haben. Es war zu krass. Ich habe es live geschaut. Und die haben mit diesem Ball gespielt. Schau mal. Das ist der Official Fieberball. Das ist der Basketball. Das ist der, glaube ich, der EM-Ball sogar. WM-Ball. Geil, oder? Mit diesem Ball. Letztes Viertel leider nur gesehen. Ja, immerhin Mad Metal, aber es war auch geil. Gut, Hallöchen. Also, die erste Hälfte war sowieso wieder Wahnsinn. Lieber NBA-Kan. Robert Spieler, Hallöchen. Wie war dein Tag? Wieder viel zu schnell rum. Bisschen Sachen organisiert und dann wollte ich eigentlich am Beach gehen. Und dann habe ich, danke am NordVPN, habe ich tatsächlich auf Magenta, habe mich einfach einen deutschen Server reingehackt mit NordVPN. So geil. Und habe Magenta geschaut. Haben sie gut gemacht. Das war deutsche Sportgeschichte heute, Brinki. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass immer noch eine Minderheit sich für Basketball interessieren tut. Wenn jetzt irgendwie Fußball, sie keine Ahnung, da steht das ganze Land stramm, bei Handball auch so ein bisschen, aber Basketball ist eigentlich der geile Sport. Ohne Scheiß. Das, was die heute geschafft haben, ich meine, die Deutschen sind ja nicht bekannt dafür, dass sie die Mega-Basketballer sind. Die haben die Amis geschlagen. Die USA, okay, man muss zugeben, die haben LeBron James und so haben nicht gespielt, aber trotzdem, das war eine mega starke Mannschaft bei den Amis. Und die Deutschen haben so gut gespielt wie noch nie. Aber, sagt Matt Metal, der Beweis, der Ball gehört in die Hand, nicht an den Fuß. Ist so. Müsste Magenta nicht auch im Ausland ohne VPNler? Ich habe damit in Italien auch schauen können. Prinzipiell schon, aber trotzdem hat es dann wieder mir angezeigt und habe ich einfach VPN gemacht. Die Zeit war zu knapp, hallo Simon. Die Zeit war zu knapp und habe ich es gelassen. Da war es mir. Andis fressen Obst heute. Sehr, die neue Bildschaltungsüberschrift, oder? Jetzt dürfen sie nicht abheben. Nee, ich glaube, die heben nicht ab. Aber das war natürlich eine unglaubliche Leistung. Das war wirklich deutsche Sportgeschichte heute. Es gab auch noch in keinem Halbfinale im Basketball in der Weltmeisterschaft so viele Punkte. Hallöchen, Tanomeos. Hola, hola, hola. Ich liebe Basketball, vor allem wenn der Quarterback mit seinem Schläger einen Pass würfelt vom Elfmeterpunkt, oder? Ich mag die nordkoreanische Basketballerin aber lieber. Du meinst, wo der Dennis Rodman mitgespielt hat. Die nordkoreanischen Basketballer sagen, der Kim Jong-un trifft immer, egal ob er daneben fliegt. Dann müssen sich alle die Augen zumachen. Wenn der wirft, müssen alle die Augen zumachen. Und eine ganze Division von Helfern legt dann den Ball, legt ihn dann in den Korb. Und genau dann, wenn er wieder runterfällt, dürfen alle die Augen aufmachen. Deswegen ist er der beste Korb. Der schießt die wahrscheinlich heimlich, die Basketballrakete. Egal. Nein, Leute, es ist wirklich Wahnsinn. Macht euch ruhig drüber lustig.
Macht euch drüber lustig in eurer kindlichen Ignoranz. Was hängt eigentlich hinter der Hängelampe? Ist das von Ibiza? Ja, Mann! Ein Ibiza-Badetuch, Robert Spielewelt. Du kennst dich aus als alter Ibizenko. Hallöchen, Natalia! How are you? Hey. Also mit diesem Ball. Haben die Deutschen heute Dennis Obst, die Wagner-Brüder, Daniel Theiss und Thiemann, glaube ich, heißt der andere, und Manolo und so weiter, Bonga. Wer fällt mir jetzt noch nicht ein? Natürlich Dennis Schröder. So geil gespielt. Wer von euch hat es gesehen? Hat es einer zufällig gesehen? Aber immerhin habt ihr es mitbekommen. TV-Staubschutz ist das. Ja, nee, das ist aber nur so ein schwarzes Bild. Ich finde, es sieht halt gut aus. Und just heute kommt auch dieses Spiel raus. NBA 2K24 habe ich hier im Laufen. Heute rausgekommen. Müsst ihr durch. Das zocken wir an. Ich würde mir so wünschen, dass das wieder so eine geile wie vor 3 Jahren so eine schöne, coole Career-Modus hat. Ermann Erkan, grüß dich. Die Olliman-Show, hallöche. Was mit anderen Basketballen? Nicht official. Nee, das sind normale Bälle. Das ist ein official. Das ist ein echter official. Das andere ist ein Spalding. Dann ein sehr guter Spalding. Dann ein abgerockter Spalding. Dann Leuchtball. Ich habe sogar noch einen vierten. Du musst eigentlich Deutsch aus einem Game spielen. Es geht nicht. Es ist in dem NBA ist, sie haben keinen Fieber, oder? Zu geil. Also wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen. Wirklich, ich habe zugeschaut. Dann haben sie immer, die haben mal grundsätzlich geführt. Sie haben grundsätzlich geführt. Steuerungs-Rage integriert. Mode-Rage ist wirklich. Moin, schöner Morgen. Oh, Splatterling. Ja, das kann schon passieren. Die Steuerung, das muss ich eigentlich immer wirken mit dem Fixieren und so. Das. Aber Leute, jetzt erstmal, das muss man feiern. Das muss man feiern, dass die Deutschen, und wer das Spiel gesehen hat, wirklich verdient. Arschknapp, aber sie haben die ganze Zeit geführt. Sie haben die ganze Zeit geführt, sind natürlich. Die Amis haben dann so die letzten 2 Minuten nochmal in ihrer Erfahrung mega aufgedreht, aber haben dann auch daneben geworfen und so Sachen. Und dann war es halt arschknapp. Ey, die Deutschen lagen 2 hinter und die Amis, es gab noch 0,5, eine halbe Sekunde zu spielen. Und sie hatten aber Einwurf. Aber trotzdem, da kann man auch die 2 Punkte machen. Echt, Sonntag ist im Free zu sehen, im 2. Nee, oder? Im ZDF? ZDF? Wup, wup. ZDF, da brauche ich dann aber schon NordVPN. Weil ZDF kann man irgendwie gar nichts sehen im Ausland, ZDF, aus rechtlichen Gründen. ARD geht, aber ZDF. Bei Lettland war es ziemlich knapp, da war, glaube ich, nur 1 Punkt Führung. Ja, Lettland war mega knapp, muss man echt sagen. Aber die US of A, und die haben die ganze Zeit geführt, die Deutschen. Das war nicht so hin und her und so, sondern die haben die ganze Zeit geführt. Und die Amis haben kaum Ballverluste gehabt, aber die Deutschen haben auch wirklich viele Punkte gemacht. Und es war ein sehr, sehr schnelles Spiel. Also es waren ja 113 zu 111, oder? Das ist echt viel. Das ist echt viel für ein Turnierspiel. Also wo es um die Wurst geht, wirklich. Das ist nicht wie im Fußball 1-1, 0-1, 2-1, sondern da ging es die ganze Zeit hinterher. Echt geile Aktion und nicht 100.000 Fehlpässe und knapp neben das Tor, sondern wirklich der Hammer. So ein geiles Spiel, muss ich wirklich sagen. Wer schon mal beim Basketballspiel live zugeschaut hat, mega krasse Atmosphäre und natürlich scharfe Bonnies. Yo, yo, yo. Und ich hätte gesagt, wir zocken heute neue NBA 2K24. Da werden die Mods wieder Spaß haben, wenn man das nicht einstellen kann. Ja, sie haben sich mit Telekom, dass die beiden das zeigen. Ey, Brinky, woher weißt du das so schnell? Wann haben sie das gemacht? Hat dann einer direkt nach dem Spiel angerufen, oder was? Geht es so schnell? Ruft dann direkt der Chef von Magenta und Telekom, ruft dann an bei Dings, ZDF, sag mal, pass auf, Chef, schaut's aus, mach mal Deal, oder? Läuft das so? Also, das ist ein schöner Start ins Wochenende. Hoch die Hände. Wochenende, meine Damen und Herren, by the way. Hallo. Yo, 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 yo. Das ZDF hat das Nachspiel NFL. Ah, die haben wahrscheinlich gesagt, im Falle, dass die Deutschen. Das haben die heute Nachmittag schon besprochen, na klar. Die sind da nicht blöd. Die haben gesagt, so, im Falle, dass die Deutschen weiterkommen, würden wir das auch gern zeigen wollen. Da müssen die Motznagelschlag den Titel erstmal mit Kartoffeldruck von der Hand fertigen. Aber dann, Bruder. Und dann digitalisieren. Geld überweisen, geht schnell. Mickey hier, Salüchen. Hey. Hallo.
Und dann kommen wieder die tollen ZDF-Reporter, die dann sagen, ja, also wenn man den Ball am Kreis wegnimmt, dann zählt er bei 3 Punkte. Die brauchen dann wieder das halbe Spiel lang, labern sie nur und erklären die Regeln erstmal. Genau, es gab Vorgespräch schon nach dem Viertelfinale. Ah, deswegen. Magenta hatte vorher schon angeboten, die Deutschlandspiele zu verkaufen, aber es wollte niemand. Ja klar, aber bei Handball, Fußball muss jeder Kack sehen. Der Boss, also Finale Sonntag im ZDF. Hätte es eigentlich auch so gut geschrieben, 2DF. So wird ihn direkt zu verkaufen. Genau, Xnagel sagt, und sie nennen es Korbball. Genau, sie nennen es Korbball. Und erklären dann wieder die Moderatoren im ZDF, warum man den Ball nicht mit dem Fuß treten darf. Und dass es beim Elfmeter 2 Würfe gibt. Beim Penalty! Beim Penalty! Nee, ich habe schon immer gern Basketball gespielt. Ich hatte mir damals auch vorgenommen, ungefähr 1,95 zu werden. 20 Zentimeter habe ich daneben geworfen, so wie ich es eigentlich immer tue, wenn ich Basketball spiele. Beim Penalty! Schöner Ball, jetzt habe ich ihn hier in der Hand. Liegt er da hinten? Da liegt er gut. Der geilste Basketballer ist Frank Buschmann. Ja und nein. Der ist schon okay, aber von manchen findet er sich schon zu geil, dass er immer so super emotional. Oh nee, nee. Er macht das schon gut. Er macht ja auch Football und sowas, oder? Mittlerweile. Er ist schon okay, der Dude. Ich finde, manchmal fehlt ihm so ein bisschen so die Souveränität. Weißt du, was ich meine? Der macht immer so, als wenn er auch noch Streetballer wäre. Ach, die Jungs, ich habe mit denen gesprochen. Und der Icke und der Icke und der Ucke und der Acke und der Icky. Manchmal finde ich, moderiert der mir zu prollig. Weißt du, was ich meine? Aber sonst cool. Und die Spieler müssen zum ZDF-Fernsehgarten auftreten. Die Spieler müssen beim ZDF-Fernsehgarten auftreten, mit Basketball auf den Delfin werfen, werden Marianne Rosenberg kriegen. Das ist eine schöne Snackeslack. Was hast du für ein krankes Gehirn? Du könntest ZDF-Redakteur werden. Steady Boy, mal Bock auf Phasmophobia? Nee, überhaupt nicht. Schon vor 2 Jahren nicht und jetzt erst noch viel weniger. Aber danke für die Frage. Es wäre peinlich geworden, wenn der Ball wieder von der Couch gerollt wäre. Ja, Simon, dann wäre nämlich auf die ganzen Bluebricks-Sachen gerollt. Hätte eine Kettenreaktion ausgewirkt. Er wäre geschlagen gegen Buschi Khalifa. Buschi Khalifa wäre aufs Wandbild gefallen. Das Wandbild wäre umgefallen. Hätte dann nochmal aufs Empire State Building geworfen. Da, durch die Erschütterung wäre die Galeone da untergefahren und am Schluss wäre noch hier die halbfertige Nimitz abgesoffen. Mr. Specialist, Hallöchen! Richtig, kann mir jeden Sonntag auf dem dritten Regionalfußballspiel anschauen. Aber wehe, der Basketball-Handball-WM stehen an. Wo wir in den letzten Jahren immer erfolgreich waren. Ja, immer diese Fußballheiligkeit. Ist schon ein netter. Die Deutschen sind halt Prollos, tut mir leid. Jeder hat mal den Fußball getreten. Und ganz ehrlich, es sind einfach die cooleren Leute, die Basketball spielen. War schon früher so. Der Buschi ist aber noch der Beste, den wir haben in Deutschland. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Die von Magenta haben das schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, die Kommentatoren von Magenta, die waren richtig entspannt und trotzdem super kompetent. Muss man echt sagen. Was verstehst du, Binky, dass ich ein bisschen im Prodig finde mit dem Buschmann? Mal zu, ach immer, immer so, mit dem war ich gestern noch ein Trinken und ich finde, manchmal geht es an der Kompetenz vorbei. Und die heute bei dem ZDF, die war bei Magenta, die waren wirklich gut. Ende brennt die Bude ab. Das wäre schade. Snuggleslack wäre bereit für ein angemessenes Gehalt beim ZDF Intendant zu werden. Hoher oder niedriger 7-stelliger Bereich? Ja, die sind nicht schlecht. Schau bei denen auch Eishockey. Ah ja, siehst du mal. Ich muss sagen, echt, die waren wirklich gut. Und dann war noch im Zwischengespräch. War noch Hamann, Steffen Hamann und der andere. Wie hieß denn der nochmal? Roller, Pascal Roller. Die waren da. Und da denkst du, der Roller ist klein und der Hamann. Der Hamann sieht immer noch ganz cool aus. Und der Moderator, weiß ich gar nicht, wer das war. Der war auch ein großer Dude. Der war bestimmt auch ein Baller. Bohrballer. Matt Mantle, Buschi ist cool. Kenn ich persönlich. Ob er mich noch kennt, ist was anderes. Hab ihn damals für Hagen in der 2. Bundesliga gezockt. Er hat für Hagen gezockt. Hat der Basketball gezockt? Echt? Ich würde euch dann erstmal einen Tatort bringen. Ja, Snagelslag, das ist doch eine schöne Idee. Du wärst der erste ZDF-Intendant, der jemanden im Tatort unterbringt. Das finde ich gut. Wir könnten aber auch die Formel 1 moderieren oder wir könnten auch
Scheiße, mir fallen keine Bekannte. Was gibt's denn? Wie heißen RTL News? Die RTL-Nachrichten könnten wir auf ZDF machen. André Schlüter war das. Der ist auch bei Zone unterwegs, Brinki. Ah! Okay. Oh, hat der auch gespielt? Ich hab... Ja, hab ich. Viel Dreck über den... Was? Ich hab... Ach, du hast viel Dreck über den ARD-Chef. Intendant. Das sind aber viele. Das sind doch die ganzen Länderintendanten. Da legst du dich mit den ganzen Bundesländern an. Mit den Slendern. Leute, wir schauen gleich mal NBA. Also wirklich, die Animationen sind mal nochmal geiler geworden. Nee, glaube ich nicht. Ah, der hat nie gezockt. Okay, aber der hat das gut Mode gemacht. Rex, das Literarisch-Quartett mit Erkan, Stefan und noch zwei Leuten. Das ist eine schöne Idee. Das Alliterarische Quartett, das finde ich gut. Lieber das Alliterarische Quartett. Welche Formel 1? Musik oder aus? Beides, alter Scheiß. Da war die Musik aber noch cool. Mit, wie hieß denn der? Littmann, oder wie hieß denn der? Peter Illmann? Ne, Peter Illmann, du hieß der, oder? Ja, ich meine, will keinen Sport kaputt machen. Jeder hat seinen Sport. Rennsport interessiert mich null. Ach, gleich zocken wir. Aber es wird peinlich werden. Ich werde nicht so gut sein. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, die Animationen sind noch geil. Ich kann dir mal so unten leicht zeigen. Unten laufen einfach mal so die Standardanimationen, der Demo-Modus von NBA durch. Specialist, für was steht DGIP? Dicke. Wie soll ich das lesen? Stefan meinte gestern, dass du schon mal das Saints Row Game gezockt hattest. Sind bei dir deine Spiele auch ein oder zwei mehr Waffen heraus und verbuggt, wie bei mir und der Steam-Version? Ich hab's gezockt, Waffenherausforderung verbuggt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab's sogar öfter gezockt. Aber Waffenherausforderung waren, glaube ich, nicht. Oder war da mal was verbuggt? Kann schon, irgendwas war, glaube ich, mal verbuggt. Aber eigentlich war's okay. Bei Tatort müssen Erkan, Chef oder Kasse Kommissare sein. Ja, logisch. Wir werden, wenn dann die neuen Münchner. One Drift Grand Prix. Ah, Drift One Grand Prix. Gut, genau. Danke für die Aufklärung. Wie ist Pau? Wie hat Deutschland gegen USA heute gespielt? Grandios und grandios gewonnen. Die ganze Zeit geführt. Es gab, glaube ich, einmal was, zweimal was tight. Aber sie haben geführt und gewonnen. Sie haben deutsche Basketballgeschichte geschrieben. Ich glaube, das geht schon durch alle Munde jetzt. Erkan Chefan kann aufs Traumschiff. Da wäre wieder der Boss, der Dings zuständig, das Nagelslack, als potenzieller ZDF-Intendant. Da hat er Mord mitzureden. Bei ARD nur halt mit Erpressung. Und ich hätte schon Bock, dass ich das Basketball richtig gut spielen kann, das Neue. Dass ich mich mal so feelingmäßig da richtig reinzocke. Weil ihr seht ja unten, wie gut es ausschaut. Das sieht ja richtig gut aus, oder? Hä? Das Treffen ist da so schwer. Das ist so frustrating, dass man da nicht trifft. Gehören als Traumschiff, aber als blinde Passagiere. Das wäre doch mal eine schöne Folge. Erkan und Stefan als blinde Passagiere auf dem Traumschiff. Natürlich bekommt ihr eine Late Night Show, aber die auf dem Traumschiff gedreht wird. Geil! Wir waren ja schon mal auf dem Kreuzfahrtschiff. Insofern ist es für uns nicht so fremd. Ach, seit 20 ein kleiner Konkurrent zur Formel 1. Drift One Grand Prix. Ach, das ist, gar, ist es kein Game, sondern es gibt es wirklich, oder was? Deutschland hat überragend gespielt. Die haben wirklich super geil gespielt. Wirklich, wirklich ihr eigenes Ding durchgezogen und wirklich auch als Mannschaft mega gut gespielt. Muss man wirklich sagen. Als Mannschaft auch wirklich top überzeugt. Und die haben eigentlich nicht so den wirklichen Durchgänger gehabt. Es gab mal so zwei, drei Minuten, so zweimal, wo man gemerkt hat, oh, die Amis, oh, boah, wenn die dauerhaft so, dann wird es schwierig. Und dann haben die wieder so gut verteidigt, bzw. auch so geile Moves gemacht. Selbst wenn mal so ein Wurf daneben gegangen ist oder fast Dunking, dann hat der andere den noch wirklich so krass, also am krassesten war der Obst, der wirklich von überall getroffen hat, wie man so sagt, so ein kleiner Steph Curry. Snagelslag, kleiner Wochenhaken wäre allerdings, dass ihr dann einige Wochen in der Karibik rumhängen müsst. Ey, du wirst lachen, ich war genau vor einem Jahr im Frühjahr angefragt, April, Mai, Juni für eine Traumschifffolge. Das wäre gewesen 6 Wochen, ich weiß gar nicht, wo es gewesen wäre. Und ich war schon mal angefragt, Traumschiff, von Acapulco nach Japan, zurück nach L.A. Da wäre ich 2 Monate weg gewesen. Und den Silbermann morden, dann kommt er mal tot, dann kommt der krass tot, dann kommt der Tod mal richtig krass.
Der ist, glaube ich, eh nicht mehr da, oder? Guten Abend, Animal Mother. How are you? Hey, how you doing? Ach nee, die gibt's wirklich in echt und ist ähnlich zur Formula Drift Serie. Formula Drift gibt's natürlich auch als Fahrzeughersteller. Und warum machst du das nicht? Weil sie mich nicht gewollt haben. Die haben mich nur zeitlich angefragt. Digga, was war ich gepestet? Das war ich, das war vor einem Jahr. Im März haben sie gefragt, ob ich Zeit habe. Ende April, Mai, Juni. 2 Monate lang weg. Krassen Abend, krasse Erkan. Liebe Grüße aus Oldenburg. Zurück. Säcke, oder? Da war mir klar, in dem Moment, Snuggleslug, war mir klar, dass es mit dem Konzeptraumschiff abwärts geht. War mir auch klar, dass es mit dem ZDF wahrscheinlich abwärts geht. Wenn die solche Megaschauspieler, solche verkannten Oscar-Nominanten, nämlich, nicht so eine Rolle geben. Planst du vielleicht bald wieder eine Streaming-Session für Saints Row? Mal gucken, Specialist. Habe ich jetzt nicht so direkt angedacht, aber vielleicht mal nächste Woche können wir schon mal einplanen. Also Dienstag ist Poker, da möchte ich erstmal jetzt China weiterspielen am Sonntag. Morgen mache ich Pause. Vielleicht schon, dann will ich schon mal weiterklemmen. Am Montag klemme ich mal die Niemitz. Vielleicht klemme ich ein bisschen Niemitz am Montag und danach Saints Row, wenn ich es nicht wieder vergessen habe. ZDF ist für mich kulturell jetzt eher der Südsudan. Ey, tu mal den Südsudan nicht beleidigen. Erkan muss erst Kena fertig machen, ist so. Und dann Hogwarts, ist so. Boah, ich habe viel auf der Platte und jetzt fange ich ja NBA an. Ja, nee, ist so. Also ich habe gestern nach dem Stream, habe ich gedacht, schaust du mal kurz Nachrichten. Dann lief noch irgendein Film fertig. Ey, du hast gleich gedacht, als nächstes wackelt der Tom Erhardt durchs Bild. Hört sich super an. Mal gucken. Muss mich aber nochmal erinnern. China muss nicht. China will China sehen. Man kann es ja nicht allen recht machen. Surfen Volley, ganz frech. Da surft Surfen Volley, kommt ganz frech um die Ecke rein. NBA wird höchstens 2 Stunden gespielt. Weil ich keine Geduld habe, oder was? Surfen Volley, hast du überhaupt mitbekommen, dass Deutsch Basketball, was die heute gemacht haben, dass die heute Geschichte geschrieben haben? Kriegt man das mit in München? Ach, lecker. Kriegt man das in Bayern München mit überhaupt? Checkt ihr überhaupt noch irgendwas? Da es dich nervt. Ich hab's umsonst bekommen. Dankeschön übrigens an 2K. Okay, nenne ich dich nächste Woche wegen Saints Row nochmal. Mach das gerne, Specialist. Logisch, logisch, Surfen Volley hat es logisch mitbekommen. Nee, alle sind mir egal, das verstehe ich ja auch. Es reicht, wenn es dir recht gemacht wird. Ich glaube nicht, ich glaube, Snuggleslug, du findest eigentlich das Schöner, wenn es dir nicht gerecht gemacht wird. Ich glaube, das Schlimmste, was man dir machen kann, wenn man dich wie einen Pascha behandelt. Du brauchst Reibungsfläche, glaube ich. Ich glaube, wenn eine Frau hingeht und dir jeden Wunsch von Lippen abliest, dann trittst du die, weißt du, mit Händen und Füßen. Dann droppst du die. Wird maximal 2 Stunden gespielt, weil du dich wieder an alle Social Media Kanäle finden musst. Ja, hoffentlich nicht, ey. Ich habe ja diesen kleinen Traum, dass es NBA so wie früher, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie Handy posten muss. Ich glaube, du kennst mich zu gut. Specialists, welches Game meint sie, Mutzguzzi, da gerade? Die meint das NBA-Game, weil die Hauptquest, also in der Hauptstory, musste man die letzten zwei Jahre, musste man immer mega viel immer posten und shoppen gehen und einkaufen. Man hat eigentlich nur Werbung gemacht. Surfen Body, jetzt weiß ich, was ich immer falsch mache. Weil du den Snuggleslug so verwöhnst, oder was? Oder was machst du falsch? Komme ich jetzt noch hinterher? Ja, so ein Mäuschen kann ich tatsächlich nicht lange ab. Siehst du? Snuggleslug ist so potenziell. Also potenziell glaube ich, dass er das Potenzial. Ich glaube, dass er potenzielles Potenzial hat, dass er sich manchmal so montagmorgens in so eine Dungeon ranketten lässt, ja? Und sich dabei Frühstück servieren lässt oder sowas. So. Oder? Mit so Joghurtlöffeln in den Nippeln oder irgendwie sowas. So kann ich mir das vorstellen.
Wie ihr das alle wisst, die Gutzi, ey, ihr kennt mich schon. Ihr könnt schon ein psychologisches Profil von mir erstellen, oder? Ihr wisst jetzt schon, bevor ich ein Spiel überhaupt anfange, an welcher Stelle ich schon wieder sauer sein werde. Krass, oder? Das ist ja schon wie eine Ehe mit euch. Ihr wisst schon genau, ja, da hat er vor 2 Jahren. Weißt du noch, wie er vor 2 Jahren sich aufgeregt hat? Und letztes Jahr hat er sich auch wieder aufgeregt. Da hat er sich auch wieder aufgeregt. Wieder wegen Social Media. Er lernt halt nicht dazu, der Junge. Er macht's immer wieder. Mach es laut. Der Chat weiß alles. Hat man doch auch mal so einen schönen Sound, Alert. Nee, für Limited Rewards? Nee. Einfach überhaupt, um voranzukommen. Auch nicht Seasonal Rewards. Einfach nur, wenn man die Hauptstory macht. Die können wir ja gleich mal anfangen. Um 7 fangen wir an. Nee, King habe ich tatsächlich nicht. Ess mir alles bitte zu unhygienisch und klebrig, solche sozialen Zusammenhänge. Okay. Cybersex dann vielleicht? Entweder ist die Steuerung so sensibel oder so schwerfällig. Ihr kennt euch ja alle aus. Wir sind alle in deinem Kopf. Alle. Daria, das macht mich Angst. Solange nur in meinem Kopf seid und nicht in meinem Schlafzimmer. Wir wollen dich nur schützen, Erkan. Oh, jetzt kommt die Halftime schon. Schau mal hier. Das ist der Demo-Modus. Sieht aber schon mega geil aus. Auf jeden Fall fettes Merci an 2K. Wollen wir mal reingehen? Wollen wir uns mal ankicken, wa? Wollen wir mal kicken? Oh krass, was ist denn das eigentlich? Was ist denn bei der Kamera? Ist ja alles, die alle Szenen sind da weg. Oh ne, da ist Schweppes. Subgoal ist da wieder mal weg. Wieso verschwindet das Subgoal eigentlich immer? Es hat sich irgendwie so darunter geschlichen, schau. Nobody knows why. Jetzt schaue ich mal, wenn ich NBA mache, ja. Gaming NBA, das ist ja eine alte Szene. Da tanzt das Dönertier. Da ist sogar Schwerb ist da, schau mal. Das ist ja geil. Sollen wir mal ins NBA reingehen? Da lobe ich mir die alte NBA-Ballers in NBA Street Games von vor rund 20 Jahren, wo wir beispielsweise auf den Xbox einfach zocken konnten, ohne Internetanbindung. War ja lange her, dass die NBA gezockt ist. Ja, ist heute das Neue rausgekommen. Am Ende ist nur eine Kunstfigur, im richtigen ist es. Am Ende ist der nur eine Kunst, im richtigen ist der Investment oder Star-Architekt. Wer? Wir sind sein Hobby für Social Slumming. Ja? Da bist du gar nicht so weit weg. Star-Architekt, ja. Trader, ich bin Trader. NBA Ballers, The Chosen One, NBA Ballers, Phenomenon, For Forever. Ich fahre mal Bukele, ich muss mal in die Sonne gehen langsam wieder. Ey, come on. Also, wir schauen uns mal das NBA an, okay? Oder? Pass auf, ich mach mal den Sound lauter hier. Fuck. Boah, Ingram against Tatum. Ganz schön laut, oder? So. Sag mal, zu laut, zu leise. Schau mal, die Animation sieht jetzt schon irre aus, oder? Zu laut, zu leise. Die normalen NBA-Games von Mangum sehen die offiziellen Regelbuch. Ach, das finde ich gar nicht schlecht. Also Street und so, gar, ich finde es gar nicht so. Ich weiß, ich mache das hier auch nur aus von Ekel, von mentalen Unterschicht. Sound passt. Ton ist ein bisschen leise. Ich bin Bitcoin-Miner. Ja, versuch mal, Daria. Aber es wird bestimmt nicht funktionieren. Soll ich mal schauen, was der Bot aus NBA 2K24 macht? Gerne, Daria, wenn du Zeit und Lust hast. Ich muss hier mit der Musik aufpassen, glaube ich. My career. Meine Karriere will ich jetzt spielen. Hier kannst du deinen neuen Mein-Spieler-Bild erstellen. Ich bin mehr so der NBA Cage-Player, also auch im Real Life. Ah, cool. Audio-Streamer-Option, ja. So,
Wie sehe ich aus? So sehe ich so aus? Nee. Einmal mit Profis. Hat echt funktioniert, oder was? Wie geil ist das denn? Mega krass. Aber das muss man mal sagen. Hat sich NBA oder 2K und Dings? Geil. Also, wie schauen wir aus, Sony? Mit dem Command-Z-Game geht das wohl besser. Ah! Langsam, aber stetig. Jetzt mal ohne Scheiß. Andere Frisur? Als Grundlage mit anderer Frisur? Auch Erkan sagt Surfen Volley. Auch wenn du möchtest, du bist eher der hellere Typ. Was? Ich mochte ja damals das Modell mit dem Styropor-Schneider. Modell bauen? Ich habe ja mit Holz gebaut. Die Styroporbauer, die waren für mich die potenziellen Plastikarchitekten. Also fand ich, da musste man viel zu präzise sein. Also der oben war schon mal ganz gut. Das, oder? Das bin doch ich, der blonde Dude hier. Da. Menschen können schon sehr unterschiedlich ausschauen, oder? Bin ich das? Ich nehme an, dass bei offiziellen NBA nicht die Zuschauer die Rebound. Ich nehme an, dass bei diesen offiziellen NBA Games nicht die Zuschauer für Rebound Game Hilfe nehmen dürfen. Nee. Bastjo, Mahlzeit! Was sagst du zu den Bayern deutschen Basketballern? Da bin ich doch! Oder? Das bin doch richtig. Die Frisur passt alles. I'm a Crowden Ruben mit Schädel. Alter. Oh, krass. Der hat ja Augenbrauen, die gehen ja bis auf die Backe runter. Haarfarbe in Schnauzbart. Ja, müsste ich noch reinmachen. Jetzt geht's eher so um die Kopfform. Also, ich muss ehrlich sagen, ich selber würde fast sagen. Ja, nicht. Da bin ich doch. Stimmt alles, hier. Frisur, alles. Nee. What's up, Graf von Rotz? Daria geht den Kühlschrank blöden. Guten Appetit. Ich hab mir mal Cannelloni gemacht. Der vielleicht. Noch am ehesten. Sollen wir den als Grundlage hernehmen?
love for me. I ain't got no friends on my type blood to me. Treat my whole just like brothers. If I call you my brother, then we gon' ride. Erstmal zwei Charakter. Ich würde gern Schnurrbart haben. Wer ist für dich der MVP der Weltmeisterschaft mit einem Mann? Das kann man noch nicht sagen. Also der Obst hat heute mega geil gespielt. Oh. Aber könnt ihr mir glauben, die aktuellen Basketball-WM gerade kein Spiel, die man als nicht so große Barkenenthusiast kennt, The Lockbird? Kann ich dir erklären, The Lockbird? Weil anders als bei Das, Achtung, Achtung! Mega die Frisur, muss jeden Tag neu nachschneiden. Halten Sie Hände an Lenkrad und fahren Sie rechts ran. Hallo, neue Follower! Geben Sie einfach Vollgas. Augenbrauenlücke? Augen sind gut, okay. Braunen Bogen. So? Sind sehr buschig, oder?
Das wird ein krasser Erkan. Ja, Mann. Ich hoffe, ich kann Bart machen. Augen haben wir gemacht. Nase passt doch, oder? Nase passt doch, oder? So viele Möglichkeiten gibt es aber nicht. Mittlere, obere Wangenbreite. Falten, Muttermal haben wir keine. Falten vielleicht, paar Falten, oder? So, oder? Augenfarbe geht auch, oder? Gute Idee. Augen bearbeiten. Augengröße, Augenfarbe grün stimmt überhaupt nicht. Blau, ich habe blaue Augen. Augengröße ein bisschen größer, oder? Augenabstand vielleicht ein bisschen weiter auseinander. Augenringe? Ja, habe ich. Bisschen Augenringe haben wir schon. Boah, krass. So kranke Augenringe habe ich aber nie, ey. So, oder? Mach Todesblick. Portion Augen mit Augenfalte. Ey, was alles gibt, ey. Fast schon, oder? Bisschen jung schaue ich aus, aber okay. Kann man noch machen. Nase passt, Wangen haben wir gemacht. Mund. Bisschen voller habe ich den Mund, oder? Plötzlich doch gleich. Voll der Kussmund. Ne, so einen breiten Mund habe ich auch nicht. Passt, oder? In MBKDU 23, Länge und Form der Arschfalte. Sehr gut. Was haben wir noch? Oberzähne brauchen wir nicht. Untere Zähne brauchen wir auch nicht. Bart, jetzt komm mal, jetzt, na, jetzt reden wir doch mal hier. Jetzt wird's ernst. Hey, einfach Schnurrbart, der normalste Bart der Welt, kommt halt als letztes. Oder? Jede Form von Kasperlbart. Den habe ich für lang gehabt, mal so ein Ding, so ein Goldie habe ich mal lang gehabt. Bisschen volle Lippen habe ich vielleicht, oder? Die Lippen sind jetzt so ein bisschen, wenn man den Bart sieht. Was ist mit Schnurrbart? Wo man eigentlich in jedem Game... Du kriegst... In jedem Game kriegst du... Alle... Du kriegst... Die größten Kasperlbärte. Aber einfach Schnurrbart. Einfach nur Schnurrbart, Leute. Jede Art von Goatee... Na, okay. Yes. Noch einen anderen Schnurrbart. Spur, geht nicht wegen mit. Aber das passt doch jetzt schon ein bisschen, oder? Die Augenbrauen bin ich noch ein bisschen ranzig, aber okay. Kannst du machen, nichts. Was gibt's noch? Kinn. Alter. Ein Kinn. Das sound. Brauche ich so ein Kinn? Und so kommt hin, oder? Kann man ein Grüppchen machen.
Kinngrüppchen ist größer. So grob, oder? Bart ist super. Passt so langsam, oder? Kommt es hin? Dein Kind ist standardmäßig in dem Mikro versteckt. Aber schau mal jetzt. Der Dude kommt doch fast hin, oder? Die Lippen sind fast zu bisschen voll, oder? Die Lippen sind zu voll, oder? Gibt's noch? Haut! Ah, jetzt können wir Haut machen. Surfen Wolli, so, oder? Freilaufender Rentner! King passt auf unsere Spitzer. Geht, glaube ich, nicht spitzer. So, oder? Marke. So, oder? So ein bisschen älter. Da fehlt noch die Heldensohn-Aura. Ja, was willst du machen, Bruder? Was haben wir? Nase? Kinn? Kann man es noch spitzer machen? Kinnbreite passt. Hintere Kinnbreite. Kinnposition. Ja, die Lippen sind ein bisschen krass, oder? Die sind ein bisschen dick, die Lippen, oder? Dicke Lippe. Erka macht auf dicke Lippe. So, oder? Passt es? Ausrüstung. Fang doch einfach zu spielen. Nein. Da kann ich ein Board haben. Kleidung. Ich will eine Mütze. Schau mal, wie cool ich ausschaue. Kann ich da anzuhören? Ich will halt eine Mütze. Wieso kann ich 1000 andere Sachen anziehen? Ich will eine Mütze. Animation, was ist das? Du musst dir erst eine Mütze kaufen in der Stadt. Yo, danke für dein Follow. Ja, du hast Glück gehabt, du bist gerade noch reingekommen. Da warst du doch bei Kopf. Voll. Da warst du doch beim Spiel. Bei Kopf? Mütze stört beim Spielen, nein. Okay, also Quest. Was will er bei Animation? Soll ich da auch was kaufen? Was? Was soll ich da machen? Achtung, Achtung! Sie haben einen neuen Follower! Halten Sie Hände an Lenkrad und fahren Sie rechts ran! Oder geben Sie einen Follow! Quests.
Hier wird noch Geschichte geschrieben, die muss ich alle machen. Also, dann gehen wir jetzt mal hin. Jetzt schaue ich immer noch so kacke aus. Okay, Karte. Ah, gut. Handy, ganz wichtig. Oh, Alter. Ich hab schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Nee, Quatsch. Da muss ich hin. Chrysler Funk! How are you? Zeig mal dein Bild. Point Guard-mäßig. Ah, schau mal, da ist Social Media. Das ist ja toll. Muss erstmal reinkommen. Jetzt gehe ich mal zur Arena. Geh zur Arena, um deine Spannung erwartet, NBA-Karriere zu starten. Also cool war ja vorher immer so mit Cutscenes und sowas, ne? Michael, hier wird Geschichte geschrieben. Du betrittst gleich die Arena, in der du dein erstes NBA-Spiel spielen wirst. Einfach so. Und die Erwartungen sind gewaltig. Erstens haben sowohl dein Vater als auch dein Großvater in der Liga gespielt. Zweitens giltst du als Jahrhunderttalent. Kein Wunder. Spiele eine ganze NBA-Karriere mit einem großen neuen Schlüsselfeature, um zunächst ein GOAT zu werden. Greatest of all times. Brich Rekorde, zocke richtig auf, um Greatest of all time Punkte zu sammeln. Den Körper verändern, geht das auch? Prinzipiell nicht verändern, ich habe den Bild ausgesucht, den. Ich bin 1,95. Ich bin mal gespannt. Ich muss halt jetzt super. Ja, man kennt es ja mittlerweile. Oh, ich bin ein bisschen dunkel, oder? Ich habe aber null Muskeln. Aber egal, wie schaue ich aus? Ich schaue schon cool aus, oder? Kann man den Jarak auch größer machen? Der junge Erkan. Nach meiner nächsten Operatur schaue ich so aus. Ich glaube, das ist Licht. War zu lange in der Sonne. Aber in der Animation sah es gerade nicht so aus. Das ist mein Trainer, oder was? Mein Manager. Grandpa. Ich finde meine Haare super gut. Richtiges Model, oder? Ah, die sind alle so dunkel. Schau mal, das ist die Belichtung. So sahst du damals, als ich angefangen habe. Ich schaue schon so aus, oder? Dann kannst du mal sehen, wo da die Reise hingeht, ey. Die Haare sind geil, oder? Also wenn ich solche Haare hätte, würde ich das so machen. Bisschen Selbstbräuner. Ziel, gib dein NBA-Debüt als am meisten gehyptes Talent bei LeBron James. MJ hat seitdem... Ach, das schaffe ich doch gar nicht. Vielleicht schaffe ich doch alles gar nicht. So viele Punkte. I got a feeling you're going full truck versus MJ tonight. It's in the air, baby. Hey, MP, let's talk for a minute. Okay, let's talk. Booker Hiller ist best, oder? Die Haare sind mega. Die sind aber alle so ein bisschen braun, oder? Can't miss. A legend at 19. The next goat. Yep, keep going. Look, just don't try to prove it all at once, right? Look, you got the all NBA upside, clearly. So, you only need to show flashes right now. Coach, I'm trying to show my full potential. That's the competitor's mentality, and I get that. But just remember that it's a long process, MP. As long as you tap into what makes you great, we're all good. No one is expecting a fully formed MVP on day one. Loud and clear, Coach. Great. So, go out there and have a little fun. Die lame Stimme wie beim ersten, you know, I will. Ja, so diese so halb super, ich bin super. Ich muss darüber machen, jetzt muss ich mich ein bisschen heller machen. Bin ich zwar zu hell, aber scheiße, wird eh gleich dunkel. Hey,
Ich hätte den Final Fantasy Haarschnitt genommen. Die Frau aus der Couch, oder was? Ey, nicht, dass sie mir einen Kuss gibt. Zeige der Welt, warum du als Jahrhunderte giltst, indem du den Goat-Modus schaltest. Okay. Erreiche Ziele im Spiel, um vorübergehend deutliche Attributs-Boosts zu aktivieren. Verwandle 4-3, ohne einen schlechten Wurf zu nehmen. Willst du mich verarschen? Soll ich alles nicht schaffen? Je öfter du den Goat-Modus aktivierst, desto stärker Skill-Schalt schaltest du frei. Ah, ist jetzt irgendwie alles anders. Mit der neuen, der Couch. Durchbrich auf der höchsten Stufe deine Grenzen. Ja, okay. So weit komme ich doch eh nicht. Ich hab eh nichts. Explosive Sprungschaft, oder? Fingerroller. Kann ich noch aus Finishing kann ich, das kann ich noch. Sonst kann ich nichts ausrüsten. Was habe ich hier? Nimm 4 Mitteldistanzwürfe, nimm 4 Dreier. Okay. Was haben wir jetzt hier? Spielaufbau. Erziele eine beliebige Kombination ca. 3-mal aus folgenden Ergebnissen. Verwandte Würfe, was ist das? Gut. Erreiche dreimal gute Ballbewegung. Blocks sind immer gut. Erziele eine Kombination aus 4 Rebounds im Boxout. Finde 4% voll von. Pascal hat 99, wäre schon nice. Habe ich das alles ausgerüstet, oder was? Gut. Rüste mir vorhin 2 Skills aus. Die habe ich doch ausgerüstet. Hä? Wo ist es jetzt ausgerüstet? Oh Mann, hey. Woran sehe ich denn, dass die ausgerüstet sind oder nicht? Ey, das ist wieder... Oh Gott. Ach, da kann ich auch Slot aus... Keine Ahnung, ey. Du hast 4 gemacht. Und User Interface triggert hart, oder? Weil du siehst, es sollte eigentlich sichtbarer sein, okay. Aber okay, können wir mitleben. Jetzt labern wir mit der. Hier, mit Schuhvertreterin. Hey, MP, what's up? Ey, da würde ich nie einen Schuh abkaufen im Leben, nie. Wie sah das Einstellungsfoto aus? Oida. Unterschreiben, Abschluss, On-Court-Schuhe von Jordan. Adidas macht so scheiß Basketballschuhe. Jordan freut sich sehr darauf, eure Partnerschaft in der NBA weiter auszubauen. Eine Auswahl von On-Court-Schuhen wird in dein Kühlschrank geliefert. Super. On behalf of Jordan, I'd like to wish you good luck in your first NBA game. Wie sieht denn die aus? Ungepflegt, verpickelt. Oder? Du denkst, was hat die für eine Ahnung von Basketballschuhen? Das Jordan-Plakat von MP wurde gerade über in der Stadt aufgehängt. Wie sieht er selbst aus wie ein gebrauchter Sneaker? Ist schon so, oder? Zwischen Trikot und Straßenkleidung erinnern. Cool. Was ist das hier? Nächstes Spiel spielen. Und was ist das hier?
Also spielen wir das Spiel, oder? Spiel spielen, 25 Meter. Jetzt spielen wir einfach ein Spiel. Ey, Oida. Schauen wir halt mal, oder? Ich werde scheitern. Ich werde übelst scheitern. Weil ich lange nicht gespielt habe. All eyes on MP tonight. The anticipation for this highly touted prospect has been building for Du hast ausschließlich Ahnung von Schuhen, sonst nichts. Immerhin. Detroit Pistons. Krass, aber es ist halt keiner weiß. Ich bin schon mal, wie dunkel ich bin. Krass. Ich bin echt ein bisschen sehr dunkel. Aber macht doch Spaß, oder? Marty McKay! Ah komm, an dem Tag, als Deutschland wirklich... Kevin Love! Geiler Dude. Der Nachname ist Love, oder? Ich meine, sorry, der Nachname ist einfach Love. Geiler Dude. Sieht nach nichts aus, spielt richtig gut. Blackfacing-Skandal. Dein Unterlipp ist schon ein bisschen schmollig. Mach die kleiner. Nicht, dass die alle mich küssen wollen. Bam Adebayo, der stresst mich jedes Mal. Jede Season stresst er mich. Erker macht Blackfacing bei NBA 2K24. Jimmy Butler, geiler Spieler. Also eigentlich haben die ein gutes Team, die Heat. B-Baller Karl Mosleitner. B-Baller Karl Mosleitner am Haarstadt. Yo, 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 meine Rassen, Damen und Herren. Erstes Spiel in NBK 2K24. Fettes Merci an 2K. This is Kevin Harlan and beside me, Greg Anthony and Steve Smith. David Aldridge joins us on the sideline. And now the opening lineup for Detroit. Guard spots. Let's do this. Let's do this, people. Cunningham, Ivy, Bogdanovich, Beagley. Ich werde zu ablosen. Ich muss so in das Gameplay erstmal reinkommen. Kevin Love out there with Bam Adebayo. And it's MP in at the point. And Greg making his debut. MP. Oida, da muss ich erstmal in das Gameplay reinkommen. Aber es sieht einfach geil aus. The son of Prince, a longtime Clipper and Mav player. And don't forget his grandfather was Truck, another pro player who played back in the 80s. So MP, the latest member of the family to make his NBA debut. Gute Ballbewegung. Wen habe ich zu verteidigen? Ihn. Ich hab den da oben. Cool, ich lauf vor. Ich renne wie ein Blöder. Schöner Pass. And as you would expect, they came out on top in last season series against this Lock. Club, but no reason to expect anything different this time around. They just seem to match up. Schön, oder? Also zwei Blocks gemacht. Der Bam kann ich auch nicht. Was? Der Bam kann ich auch nicht treffen. Der ist im gleichen Team und habe ich jetzt das falsche. Nee, der Bam, ich habe den immer gepasst. Und dann hat er es immer versemmelt. Das hat mich beim letzten Mal so genervt. Immer wenn ich den zu gepasst habe, war es dann ein Bad Pass, weil er den Pass nicht angenommen hat. Jetzt bin ich der Bam mit der Ball genervt. Lock in. Ist die Zone raus. Okay, wo bin ich bei C+? Gute Ballbewegung, aber keinen Schuss gemacht, immerhin. Aber gutes Ballhandling. Cunningham. Cool, ich habe so instinktiv, weiß ich noch ein bisschen, wie es geht.
couple years back, Kevin, they led the league in percentage from long distance. Last season, one of the worst in that category until the playoffs, where they rediscovered... Fast! Schlechte Wurfauswurf forciert. Ach, come on. Habe ich gleich wieder Dings verloren. Fand's eigentlich ganz cool. Ah, jetzt weiß ich, mache ich mit Doppeltipp oder mache ich mit Stick ziehen? Aber es war nicht von mir Fehler. Mach Block. Was blocken? Lauf, geh! Oh, der war schon gut. Ah, fast ein Rebound gemacht. Assist! Aber Assist, geiler Pass, Steal, ich habe einen Steal geschafft, geil. Was sagst du im Deutschlandfinale? Mega geil, Klubberer. Es war Wahnsinn. Was die deutschen Basketballer Leute hingelegt haben, es war eines der besten Spiele, was ich überhaupt von deutschen Basketballern je gesehen habe. Es war wirklich Sport, nicht nur Basketball, es war Sportgeschichte. Es war Sportgeschichte. Chulala, mach mal Gin Tonic. Oder Klubberer, war doch Wahnsinn, ne? Die Animation ist ja schon mal der Hammer, oder? Mein Spieler. Jetzt komme ich auf die Bank. Ach, come on, ey. Spurlster ist immer noch der Trainer, was? John Tonic, ja, mach mal einen bitte, du Bosti. Bis zum nächsten Einsatz simulieren. Shit. Ich will ganz durchspielen. Früher bei Sportspielen konnte man immer ganz durchspielen. Da gab es nichts mit Ausdauer. Follow me. So krass. Danke für den Follow. Wunderbar. The Heat trail by three. And let's go to the sideline for a report on MP. Thanks, guys. Well, from all accounts, the anticipation is huge as people get ready for MP to get started here tonight. Guter Pass. War ein guter Pass, aber Turnover. Erst sagt er guter Pass und ich habe den Turnover, aber den habe ich nicht verursacht. Muss das bei den Heat? Ja, Mann. Love the Heat. Feel the Heat. Eat the Heat. Geiler Schnorres, oder? Then it's Duren. And it's Stewart in at the four. Here's Hero, following the three by Detroit. Robinson down low, covered by... Was habe ich jetzt eine Trophy erhalten? And Jalen Duren picks up the five. Einfach eine Trophy erhalten, für was? War ich der Stelle gedraftet? Boah, krass, hat der für Sneaker. Ich bin direkt reingekommen, Bruder, weil ich der Geilste bin. Hab gerade den Lohn von Lachs und Skabis. Over in the corner, Hero. Screen by MP. Hero, no good. Ja, mehr als Screens kann ich auch nicht machen. Pistons leading by six. Morris dishes to Cunningham. And that one... Okay, Geistesblitz stand da. Das war bestimmt ein Fehler vom Spiel. Heißt ein Bug, oder? They're doing it by building it out. Step by step. Value in each possession. Ah, geil. Aber weißt du was? Wenn ich mich nicht täusche, es ist was eins besser geworden, dass so andere Blocks das Teamplay besser geworden ist. Früher gab es nur, sag mal so, früher hast du geblockt und das Spiel hat nicht gecheckt, dass du eigentlich den nächsten Spieler frei blocken willst. Werf doch selber mal. Ja, das verzeiht, da muss ich wirklich mega frei spielen. Jetzt kann ich durchziehen. Ah, oh, scheiße, ich wollte zum Layup gehen. Jetzt wollte ich echt zum Layup durchgehen. Rebound. Ah, shit. Blue Ghost, ja. Leider. Ist echt geschissen. Cunningham, right side. Es verzeiht es überhaupt nicht.
Du machst echt am meisten im Blocken. Jetzt hier. Geworfen, schlechte Wurfauswahl. Ach, der war doch gut. Und dann kassiert. Ey, shit. Aber schau, dann geht meine Bewertung gleich wieder runter. Gleich mal Wurfposition leveln. Oi! Wen haben wir denn da? Ach, come on. Von dem Block mal den. Ich sehe unten freie Blocke. Gut. Bam Adebayo. Ja, das Spiel nimmt dich nicht so richtig. Also immer noch so, dass es sich nicht integriert. Du musst einfach wahnsinnig viel selber. Du musst das Spiel selber spielen. Das ist echt so krass. Guter Assist, hast du das gesehen? Anstatt dass ich weiterziehe, habe ich die zwei Spiele auf mich gezogen, habe auf meine Ball gespielt. Guter Wurfcontest. Das Beste vom Spiel zeigen sie nicht. War es mich oder was? Aber hast gesehen, anstatt dass ich jetzt den Fast Break alleine spiele. Weißt du, wie man Spielzüge macht? Punkt, erzählt, wenn du die Perp-Taste nach links drückst. Kannst du Spielzüge auswählen, nach unten anschauen. Ah, danke, Skills. Ja, ich habe es echt lange nicht gespielt. Also wirklich ein Dreivierteljahr nicht gespielt. Das Beste, wenn die Mädels tanzen, ist wirklich so. Ah, stimmt, Steuerkreuz. Kann man Spielzüge machen. Danke für den Tipp. Greg, when things go crazy, coaches are often the first to go. But how often does that improve things? Sometimes it goes the opposite direction, Kevin. But the simple fact is, it's usually easier to change the coach than it is to turn over the roster. MP passes to Richardson. The Heat need to get a shot off. Muss ich werfen. No good. And so it's Morris with it. He'll bring it up the distance. Wie gesagt, ich habe es lange nicht gespielt. Oh, das ist mein Spieler. Nee, oder? Hau her, Junge. Was soll wohl ignoriert? Eben. Nur ein fucking Assist. Schönes Foul. Du musst den Team spielst auch gut. Gar nicht mal so schlecht, oder? Dafür, dass ich es lange nicht gespielt habe. Aber nur ein Assist und zwei Fouls, immerhin. C plus, ich bin nicht mal auf B minus. Ah, da müssen wir noch viel spielen. Auf das erste Spiel. Also bis jetzt taugt es mir schon besser. Das Geile ist, dass du gleich ins Game reinkommst mit My Career. Ah, ich habe immer noch keinen Wurf gemacht. Schlechte Wurfwahl, gute Ballbewegung. Aber zumindest habe ich nichts gemacht. Ja, das, mal, da mache ich einen Pass und der Vollidiot landet im Aus. Das gab es vom anderen auch so oft. Er ist halt vorne, da muss er nicht im Aus landen. Da muss er doch nicht im Aus landen, hast du es gesehen? Oi, da. Vorbei. Und dann noch getroffen. Ich habe ein bisschen im Defense Center gespielt, mit Rebounds, Blocks und Angriffen, Pick and Roll, ordentlich Punkte zu spielen. Ist Mad Max, ist genau richtig. Hast du wirklich recht? Vor allem viel Pick and Roll. Aber die Animation ist der Wahnsinn, ne? Haben wir leider verloren, was? Ah ne, wir sind doch nicht Hälfte, wir sind doch gar nicht durch.
And it looks like they got it right this time. No basket. The clock had expired while the ball was still in his hand. Das war das Spiel. Ach, Halbzeit. Mach ich mal kurz einen Gin Tonic. And so is Detroit with their lead standing at 6 points here at the end of the quarter. A good size advantage, and they'll look to increase it. And we've got more M2K Sports coming your way after this break. Hey folks, welcome to the Halftime Show. A lead right now in this one for the Detroit Pistons. First taste of the league for MP. What are you guys seeing? A guy who's rushing things. You know, so much is expected of him. He's a third generation NBA player, has all world talent, but you could tell at the end of the half, he was a little frustrated. Sure looked that way, Kenny. Shaq is a heralded rookie in 1992. You had a big first game, 12 points, 18 boards, 3 blocks. What can MP do to turn this night around? First of all, Arnie, don't ever release those stats again. You just don't care and worry about what other people think. You know what you can do. Trust that. Everything will fall into place. Trust me. 12 points, Arnie. Don't ever mention my name with 12 Stimmt, points. Stimmt, mit R1 kannst du den Center zu dir rufen und Pick'n'Roll spielen, wenn du den Ball hast. 3 blocks, those are impressive, but shoot, I could have scored a dozen. Wobei Point Guard auch mein Liebling sagt, Matt Mantle, aber du brauchst auch mehr Punkte, damit es läuft. Bei diesem Passing selber ist es gekommen. Ja, Point Guard mag ich noch ein bisschen. Erkan, die Sabine ist gerade neben mir. Kannst du bitte grüßen? Sie ist ein großer Fan. Wie groß ist die? Grob. Weil so ganz große Frauen finde ich immer ein bisschen so, wenn die so ganz groß sind. Plante Banana. Liebe Grüße, Sabine. Ich hoffe, du freust dich auch, dass Basketball heute, dass wir so weit gekommen sind. Ja? Ich bedanke mich erstmal bei Schweppes für diesen mega geilen Drink. Leute, das muss doch mal gesagt werden. Dieser Drink, ich bedanke mich bei Jan Schweppes, Jay Schweppes für dieses geile Tonic. Jay Schweppes, bester Mann. And we're halfway through this one. Plenty of basketball left in a game that's been fairly even. Oder? So far. Jay Schrappes, Jay Schrappes, Jay Schrappes, Jay Schrappes, Jay Schrappes, Jay Schrappes. And then cashing in at the line. It's a part of his game that he can always tap into. There's an art to it, and he is painting the canvas tonight. Let's go across the court, and here's some more news on MP. Thanks, Kevin. The debut of MP tonight has turned into a festival of sorts. Celebrities Nein, gib den Mann den Ball! Boah, das kostet mich halt immer Reputation, wenn ich einen Ball fordere und den nicht kriege. Ja, Defensive Collapse. Ah, jetzt, gerade war ich bei B+. Also B- muss ich schon noch schaffen. David Thanks, the wingman. It's Hero and Butler. Adebayo is out there with Kevin Love. Wie sie halt nicht treffen, meine Jungs. Da kann ich auch nichts dafür, wenn die nicht treffen, oder? Nee, oder? Jetzt werde ich umsetzen. Für die Großen und Kleinen kann ich nichts. Auch du Kleiner. Ja. Ist halt so, Schuster, bleib deine Leisten, weißt du? Schau mal, normal wird den jetzt frei blocken. Ah, das läuft. Nee. Guter Block. Ah, das checkt er. Gut. Nee. Boah, er ist voll lame, wenn er überhaupt zum Ding zum Rebound jumpt. Geil. Schwer bis Dank, Bossi. Geil, das ist die. Foul. Nein, große Frauen, wenn ich großer Mann wäre, wäre ich große Frauen auch toll. Aber weißt schon. Salami-Turn. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Hero isn't afraid of stepping up
Leute, das ist ein Basketball-Tag heute, oder? Für jeden, der gern zockt, Basketball, der das gamet, wer Freunde hat, die Basketball zocken, die sind dort alle im siebten Himmel. Oder? Ey, so ein geiles Team um Dennis Schröder und den krassen Kapitän. Geiler Typ. Das ist die Zukunft. Solche Dudes, ey, so geile, wirklich, wo du echt alle dann baff mal sind. Nicht nur die lame Fußballer, die irgendwie ins Geld hin reingesteckt kommen und nur noch lame sind, sondern wirklich die coolen Stylos vom B-Ball. Jetzt habe ich extra kurze Sätze und Interpretation gemacht, Komma, und er liest immer noch alles gleich. Falsch. Ey, Eckert, hört man nicht unter viel groß oder klein? Kann man nichts. Ich wäre auch gern kleiner. Habst du richtig gelesen? Wieso? Du bist doch cool, so groß. Doch super. Nein, jetzt kommen Männer-Cheerleader. Oh Gott, nein! Und die zeigen sie nach 100 Jahren natürlich. Die Männer-Cheerleader, die zahlen sie. Aber die Bunnies nicht mehr, oder was? Alter! Geil, Tissot Official Watch. Wir im Halbfinale gegen was mit Highest Score Ever im Semi. Das ist so großartig. Fiffler, ist wirklich so, oder? Ich habe das ganze Spiel gesehen, es war so schnell. Es war so schnell. War echt geil. Und sie waren halt durchgängig gut, die Deutschen, ja, muss man echt sagen. Und die Amis haben ja auch nicht irgendwie halbherzig gespielt. Sondern es war schon so, sobald du denen die Möglichkeit gegeben hast, haben die gescored. Die haben eigentlich keine Schwächen gezeigt. Die haben auch nur ein paar Mal daneben geworfen. Butler geht alleine, zieht alleine durch. Wenn ich jetzt als Spieler machen. Finale wird nochmal anders knackig. Ja, das wissen die aber. Also USA war schon knackig. Wer die USA knackt, knackt auch Serbien. Wobei die Serben natürlich auch groß sind, ne? Oder? Die Serben sind auch groß. Die Amis waren halt klein. Da konnten wir richtig Größe ausspielen. Mach! Gute Ballbewegung, Pass wurde ignoriert. Okay. Ist geil, dass die Sportspiele echt mittlerweile echt auch taktisch gut sind. Ah, oh, konnte ich nichts dafür. Ah, jetzt weißt du was? Ich werde beim anderen, letztes Jahr wurde man noch für sowas mega bestraft, dabei konnte ich nichts dafür, wenn ich einen Block bekommen habe. Ja? Kriegt er einen Block? Mein erster Punkt! Ja, Mann, das wusste ich, dass der kommt! Mein erster Punkt! Yes, sir! Also meine ersten zwei Punkte. Und jetzt auch nochmal. Ah, schade, schlechte Wurfauswahl. Wieso habe ich den nicht reingemacht? Ich hätte gleich durchziehen sollen. Ah, fuck, ey. Direkt nochmal Punkte machen können. Serbien, ja klar sind Serbien gut, die sind im Finale. Ich meine, jeder ins Finale kommt, ist gut. Aber ich sag nur, vom Spielansatz her ist Serbien einfach groß. Also das, die Amis haben einfach ein kleines Team gehabt, ja. Und wir haben mittlerweile echt ein paar Hühner am Start. No good that time. Cunningham with some nice D. You know the book on Ivy used to be. Ja, Serben, wie groß? Wer spielt jetzt? Wer spielt bei Serben nochmal? Du bist gerade noch reingekommen. Nicht Doncic, sondern Jokic. Nee, wer ist? Doncic, Jokic. Komm mal durcheinander. Nee, allein das ist Finale. Allein, dass sie die Silbermedaille sicher haben. Hut ab. Ey, wenn nicht. Und es ist bis jetzt kein Spiel verloren. Und selbst wenn sie Finale verlieren, ich meine, solange sie nicht total zusammenbrechen, ja. Aber die Jungs sind mental gut drauf. Die haben wirklich einen guten Drive. Die spielen wirklich geiler als Team, muss man echt sagen. Bin ich auf der Bank, wie dumm. Muss ich los? Philly, Fiffler. Ciao, Sam. Danke fürs Zuschauen und mitlabern. Und gutes Spiel am Sonntag, oder? Break the shoe contract and endorsements lined up from day one.
And the team at Jordan identified him immediately as someone they wanted to sign. Makes sense to give it. Der Jordan, den Film, er, hat ihn jemand gesehen? Außer mir und Borsti? Fuck! Foul gezogen. Ich wollte eigentlich passen. Boah, ich bin schon so indisch braun, ne? Wenn das kein Assist war! Wunderbarer Assist! Wunderbarer Assist! Wunderbarer Assist! Auch Brian, dieser Film, er, ja, Skills, der ist mega. Über den Jordan Contract, oder? Ey, come on, hey. Das ist so der Beatles-Moment von Adidas gewesen. Aber ich meine, Adidas hätte nie einen geilen Air Jordan gemacht. The reason why they've stayed aggressive and they have not let up this entire night. And at this point, I wouldn't expect them to. Robinson kicks to Richardson. Just five to shoot. Here's Adebayo. Guter Pass. C plus, B minus schaffe ich wohl nicht, oder? Ja, oh, da ist mein Spieler. Oh, fuck. Oh, Glück gehabt, ey. And on an open look like that, he's very gifted at making. Ah, jetzt kann ich ihn. Outside Robinson. Back to MP. Geh hoch! Geh hoch, geh hoch! Schlechtes, war keine schlechte Wurfauswahl. War doch gut. Aber die Mutter hat mir Vertrag auch das richtig gemacht. Ja, Mann, der ist echt super gewesen. Die Storyline habe ich auch ein paar Kill empfohlen, sich den anzuschauen, Skills, oder? Er ist echt der Hammer. Am Freitag, wir spielen gegen... Das sind, glaube ich, die echten Daten sogar. Und dann geht's los, Preseason-Games. Wir können ja so einen NBA-Tag machen. Wollen wir mal so 2-3 Stunden NBA zocken? Come on. Oh! Wen haben wir denn da am Computer? Die geheime Macht ist an meinem Computer. Greg, what would you say is the Miami Heat's identity? I love it. Nochmal Dankeschön an 2K für den Code von B-Ball 2K24. Und bis jetzt macht es mir schon von Anfang an mehr Spaß als das letzte. Weil du gehst in der Story gleich in Mike Career rein. Bist gleich im Game drin. Natürlich, wenn du jetzt das mit dem Shooting noch nicht weißt. Oh! Relay Passer, Pass Assist. Wunderbar. Habe ich gut gemacht. Also das Spiel ist jetzt ehrlich. Es ist jetzt nicht so, bis jetzt muss ich sagen, nicht so strikt. Sonst war das immer so, wo du sagst, wieso werde ich jetzt, da wird mir da was abgezogen. Und sagst, du kannst nichts dafür, dass der andere einen Punkt macht und trotzdem wird Defense Breakdown gemacht. Ich meine, die Heat, wieso sind die Heat so schlecht? So, aber zum Beispiel, macht noch geiler wäre, wenn ich jetzt den so blocken könnte. Wunderbar! Meinst, ich komme auf B minus, ey. Auftaktwoche! Oh. Defensive Collapse. Na okay, die haben den Block gemacht und nicht geswitcht. Shit. Also wirklich, der Basketballfilm, eher geiler Film. Da schaust du ab, wenn du den Film anschaust, ab dem schaust du jeden Air Jordan anders an. Mach doch den NBA, der wenn Stefan nächste Woche nicht da ist. Ja, am Donnerstag, Donnerstag habe ich wahrscheinlich auch keine Zeit, da kommt ein alter Freund für mich. Ein alter Kaugummi-Automaten-Knacker-Freund. Oh, ich würde so gerne mal wieder Teamplay machen, selber in Real Life. Ja, ich finde es cool, dass ihr zuschaut, weil sonst habe ich B-Ball gestreamt und alles so, check ich nicht. Ah, die Animation ist doch, die Animation ist doch der Hammer, oder? Ah, fuck, Defensive Call, das hätte ich mir verteidigen müssen, war mein Fehler.
Well, credit them for maintaining that aggression, even being up this much. They don't want to leave no chance for a comeback. Just focus on playing the right way. Block, block, block. Ich block den doch. Komm. Junge, mehr blocken kann ich nicht. Bogdanovic against Butler. Er will es halt alleine machen. Okay. Der Tetris sind wir auch erste Sahne, war super. Wobei ich persönlich in den alten Teilen den Story-Modus und SHS gekonnt machen muss, fand ich auch cool. Ich fand den letzten zwei Jahren nicht cool. Vor drei Jahren, das fand ich super. Gute Ballbewegung. Ich bin halt immer schön aus dem Weg geblieben. Gute Ballbewegung. Man darf halt nicht zu selber in diesem Modus darfst du nicht zu sagen, ich zocke jetzt alleine durch. Du musst echt Teamplayen, leider. Aber ich weiß nicht, wie man dann viele Punkte machen soll. Nee. Rebounds kommen auch kaum nehmen. There's 38 seconds left in the fourth quarter. Over in the corner, Hero. Ah, lass mich den blocken. Scheiße. Inside. Oh, schöner Ballpass. Gönn dir nachher die neueste Folge Foundation, Bossy, das werde ich machen. Ich würde mir nachher Foundation reinziehen. Es ist echt eine geile Serie. Leider, ich würde ja gern zwei Folgen gucken. Wahrscheinlich ziehe ich mir die nachher rein. Chucks! Ich habe gesehen, du hast irgendwas gemacht. So, nebenbei, NBA-Szene up to date mit 2K24-Logo, Layout 1.1 your PS5 Gaming-Szene. Nur mit Logo und Slide. Bist der beste Mann, Chucks loben, Dankeschön. Mit 2K24-Logo, mega geil. Wo ist denn das? Wo ist das? 2K24-Logo. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Hab 2K gesucht, danach gab es andere Previews bei mir. GameTech war es auch privat. Ah, verstehe ich. Ja, Chucks loben, mega. Lock. Ah, Ding. Gute Defense Decision. Guter Pass. Guter Block. Ey, jetzt bin ich fast bei C, B minus. Komm, jetzt darf ich nur keine Fehler mehr machen. Ah, jetzt ist das Spiel gleich vorbei. And here's Burks. And so is Detroit with the W. They came Endergebnis. Chucks. Geil. Da ist Erkan, das alte Erkan Stefan Lulu. Da ist das Döner-Tier. Also alles schön. Auftakt. Und da ist das 2K24-Logo. Mega nice. Eigentlich braucht man das Döner-Tier gar nicht mehr da oben rumtanzen, ne? In dem Sinn. Aber ich finde alles super. Danke dir, Chucksy. Also, Balakan Mosleitner am Start hier. Yeah! Balakan Mosleitner mit seinem geilen Schwertesgetränk. Wunderbar. Und Very Secure mit Very Secure. Very Sure. Very Secure mit Very Sure. Okay, also wie schaut's? My Points. Erstes Spiel, erstes neues Game kam heute raus. Kann ich nur empfehlen bis jetzt. Nächster Max, also natürlich fange ich ganz unten an, ist doch klar. Alarma, Alarma, Alarma. Wo ist jetzt das 2K-Logo? Ist ja, muss auch nicht drin sein, ist aber egal. Von mir ist ganz gern drin sein. Dann sieht doch einer, was ist. Also, Goat-Fortschritt 6. Nächster Spieler, Wemba Baya, was, Goldpunkte. Korblöwe, jetzt erstmal ein bisschen Social Media. Ja, echt, ey. Aber gut finde ich, dass der Story-Modus gleich so reingeht. Ah, jetzt ist 2K24 da oben drin, das ist ja geil. I do my best against everybody, but we're gonna try to do this in an orderly fashion, alright? Why don't we start right over here? Ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen heller machen. Aber alle sind so dunkel, schon. Es kommt ab und zu, sieht man nice aus. Slide zu rein, ja, sehr gut. Ich meine, wir kriegen ja kein Geld. Snowl, was geht ab? Ich habe deine Mail gelesen heute. Dankeschön. Muss ich mit Stefan sprechen? Prinzipiell coole Idee. Prinzipiell coole Idee. Wir sind zwar natürlich nicht so RP-Leute. Ist, glaube ich, ein größeres Unterfangen. Keine große Sache. Ich sammle nur meine ersten Erfahrungen. Muss man mit Stefan. Wir sind halt nicht so RP-Leute, Roleplay-Gamer. No big deal.
Aber mal so ausnahmsweise, wenn man das einfach so machen könnte, wäre das natürlich ganz cool. Ein Minute und 5 Sekunden, es reicht ja auch, wir kriegen ja kein Geld von 2K, also wir müssen ja nicht für die Werbung machen. Aber mein super Kontakt bei 2K hat mir dieses Game gezockt, übergeben, oh, den Code gestern. Mega ne. Ohne Deutsche. Deutsche. Lena Becker, Sport Monthly. Are you disappointed in losing your first NBA game? Fans watching all around the world. Verlieren ist immer bitter. Es macht keinen Spaß, wenn man nur Menschen will. Verlieren ist immer bitter. Verlieren ist immer bitter. Aber es war nur ein Spiel. Und das in aller Welt. Ich spiele. In front of global audiences for a few years now, so that's nothing new. Alles ist dunkel. Danke. And winning is always the goal, no matter who I'm in front of. And losing, like I said, is always disappointing. Thank you. Danke. Oh, wer ist der nächste? In the back, in the back. Damian Patterson, City Free Press. What does it mean to you to be a third generation NBA player, following in the footsteps of deines Vaters, deines Freundes und deines Großvaters Truck zu treten? Ich spiele für den Namen von vorne auf dem Trikot, nicht für den von hinten. Das heißt, ich spiele für mich, ja. Du musst respektieren, woher man kommt. Und ich komme aus einer Familie von Basketballern. Aber entscheidend ist für mich der Augenblick, die Fans dieser Stadt zu respektieren und für sie die Meisterschaft zu holen, die sie verdienen. Wie ich meinem Dad auch liebe und meinen Großvater vermisse, ich spiele für die Mom auf der Vorderseite dieses Trikots. Hey! Parfait, merci. Béatrice Corbet, la compétition. Votre maillot est le maillot le plus vendu en France en ce moment. Avez-vous un message pour vos fans français? War das auch so? War das letztes Mal aus dem Fußball vom Vater? Steps of the Farmer? Number one selling jersey in France at the moment. Do you have any message for your French fans? Achtung. Je aime la France. Super, ich würde gerne auch mal hin. Love you guys. Freude, ist toll. Ich war dort, um meinen ersten Schuh zu promoten und mich sofort in das Land verliebt. Ich habe so eine wunderbare Geschichte. Aber gleichzeitig ist das Land total modern und zukunftsorientiert. Ich würde einen Tag gern so etwas in der Zeit verbringen. Leute, vielen Dank. Ehrlich, der sieht ja ähnlicher als vor der anderen vor, oder? Ich muss nur ein bisschen die Haut ein bisschen runter machen. Man, one game doesn't define you. Even if you did blow it. Ich konnte gar nicht besser spielen. Ich konnte gar nicht besser spielen. Hast du gesehen? Weil die Story ist, dass ich quasi ein bisschen versagt habe. Na, rauche ich erstmal einen Sportler-Zigarette, oder? Yay! Und Respekt an alle deutschen Basketballer, vor allem die, die heute auf Manila, in Manila, amerikanische Auswahl geschlagen haben. You know who this guy is. Yeah. Beim letzten hatte ich noch so einen Helikoptervater. War das nicht der Manager? For real? Was ihr alles wisst, ihr habt alle so Gehirne. So with all this talk about MP being ah, da ist wieder der Mozza. Since LeBron James and Victor Wembanyama being a generational talent, it got me thinking about my all-time GOAT list. Falls ihr zum ersten Mal zuhört, wisst ihr vielleicht nicht, dass ich die Legenden der Liga leidenschaftlich gerne ranke. Aber ich habe jetzt viel Zeit investiert, um ihre Karriere zu recherchieren und sie in 5 Qualitätsstufen einzuteilen. Findet die Liste übrigens auf meiner Webseite. Ich liebe es, in meiner GOAT-Liste zu arbeiten, aber die Spielerlauf sind solche Legenden, dass es sich von einem Jahr zum nächsten nicht viel verändert. Also habe ich eine neue Stufe eingeführt, die GOAT Next Level Stufe. Macht uns leider was an, bleibt nicht mehr. Ach, das macht super, Taxi. Nice, danke schön dafür. Almost certainly be in that discussion when their careers are over. Now you may be wondering, Balakan Mosler, der Walter Frosch des digitalen Basketballs. These are in order, by the way. Solange ich im WF solltest du leben, wie ein Profisportler ist, oder? Tatum, Zion, Wembanyama, and of course, MP.
Haben alle nichts gebracht. Also du solltest mehr Champagner trinken. Dann tausche ich jederzeit gerne mit Vic. Also, lass mal hören, was ihr dazu sagt. Will das Goat Next Stufe jemand fehlt? Also Koks und Nutten, na klar. Hit me up on social, we'll talk about it. Social. These are the kind of people you want on your side if they're gonna call you the ghost someday. Oh, come on, Pop. Media doesn't matter. It's all about winning. Hab noch nie geguckt. You're wrong. You need to understand how these people see you. I wish I would have played the game when I was your age. Ich glaube, das ist besser so. I'm not like you. I'm not gonna make the same mistakes you did. I spent the best years of my career in losing situations because winning. Also der Trainer, der Dings, den mag ich lieber. Was am besten ambiniert, die Gatorade Bars in der Ecke unten links. If I had played the game. Bist eh schon genug aufgeregt? Ist schon Bastel, oder? Stell dir das mal Sir, vor. You're trying to do something that nobody's ever done before. Zunächst schwitze ich nachts so, ohne Scheiß. Ich schlafe immer nackt, obwohl es schon ein bisschen kälter geworden ist. There's gonna be no question who the goat is. Ich bin der Goat. Aber ich stehe ein bisschen komisch da. Die Haltungsnote, weiß ich nicht, oder? Also so dumm möchte ich aber auch nicht sein wie der jetzt, oder? Stürze dich in die Diskussion, wer der greatest goat of all time ist, dank Logan Bradley's Goat-Stufenlist. Was sind das alles für Deppen? Also nicht böse, aber. Weiter. The greatest goat of all time. Oh krass, neuer. Ich würde auch sagen, Michael Jordan. Aber ich mach. Finde raus, wo du im Vergleich zu den Goat stehst, die vor dir kamen. Naja. Alter, wenn du die Nase nimmst, dann hüpft. Was? Wenn du eine Nase nimmst, dann hüpft in deiner Cam Gummi-Gummi-Flug durchs Zimmer. Ja, blöd würde ich sein, ey. Und auch von deinen Zeigern, die ebenfalls zu den Legenden werden wollen. Oh ja. Also, Kobe Bryant, lass dich von den Spielern inspirieren, die über dir stehen, während du auf dem Parkett an deinem Vermächtnis feilst. Ja, ich werde wahrscheinlich kein Coach werden. Und verfolge deine Fortschritte über Logans Podcast, in dem er genau erklärt, wo du im Basketball-Pantheon gerade stehst. Pantheon. Ich stehe halt ganz unten, ist doch klar. Ich gleich auf mit Victor Wembanyama. Ah, wer hat denn den gezogen eigentlich? Zion Williamson, der war vor 2 Jahren der Mega-Hit, aber pff. Jason Tatum, oh, bei Boston richtig gut. Embiid, Loy Embiid, na, muss man mal gucken, oder? Luka Doncic, ich mag halt sein Gameplay nicht, er ist natürlich Wahnsinn, aber sein Gameplay mag ich eigentlich nicht. Isaiah Thomas, Megaspieler. Kawhi Leonard, ich finde, der ist schon geil. Oder? Der zockt schon krass. Hat irgendwie einen geilen Style. Patrick Ewing. Was, der ist nur auf Stufe 5? Was für ein geiler Spieler. Rookie Season, Rookie of the Year. All-Star Team. 11-mal im All-Star Team. Come on, hey. Chris Paul. Fand ich jetzt nicht so auffällig. Allen Iverson. Okay. Gut, aber... Aktuelle Rang ist Goats, großer Spieler. Normaler Spieler, der nach dem Spiel die Halle zusammenkehrt. Ich, ja. Kein Fan, John Stockton. Das Einzige an dem, was geil war, ist, dass er so klein war. Wie groß war John Stockton? 1,75, glaube ich, auch. Oder 1,80, oder? David Robinson. Geiler Dude. War einfach so ein krasser Dude. Nicht meine Mannschaft gewesen, die Spurs, aber geile Spiele. Ah, Scottie Pippen, come on, auf Stufe 4. Was für ein geiler Dude. Völlig unterschätzter Spieler. 6 NBA-Meisterschaften. Come on, hey. 6 Meisterschaften. Er war jetzt vom Spielerischen her nicht toll, er war halt ein mega Mannschaftsspieler. Jokic. Krass, die Serben und die ganzen Balkanspieler. Vom Spiel her mag ich nicht den Spielplay, das ist mir einfach zu eckig, aber es ist natürlich mega. Giannis Antetokounmpo. Auch ruhiger geworden um ihn. Vor 2 Jahren mega die Welle gehabt, oder? Krasser Spieler. Was ist der? 2,15? Dwayne Wade. Ja, sein Stern ist natürlich runtergegangen vorbei. Er hat bei den Heat eine geile Zeit gehabt. Das heißt, der Dade County eigentlich, also der Dade District. Und es wurde in Wade County umbenannt. Hypersnake, Mike. Mega du. Moses Malone. Geiler Typ. Ich bin für Pippen, Gutzi. Der Pippen ist super. Moses Malone, auch ein geiler Spiel. Der hat so eine Schwere gehabt. Der war so krass. Was?
Dirk Nowitzki ist auch nur auf Stufe 4. Hall of Famer. 31, schau mal. Dirk Nowitzki, 31.000 Punkte. Schau mal, was hat ein Scottie Pippen? Aber da stehen keine Punkte. Stehen nicht bei allen. 31.000 Punkte. Wahnsinn. Ich bin für Pimpern. Ah, das ist eine gute Idee. Jules Irving, auch genannt Dr. J. Schau mal, wie kurze Hosen die angehabt haben. Boah, so ein Sixers-Trikot von Jules Irving. Guck dir mal das geile Trikot an, was der hat. 30.000 Punkte. Schau mal. Nowitzki hat einfach mehr Punkte. Jetzt haben wir Steph Curry. Ich bin kein Steph Curry-Fan. Stephen Curry. Ich bin kein Steph Curry-Fan. Es ist natürlich Wahnsinn, was der trifft, was der macht. Es ist wirklich Wahnsinn. Aber mich langweilt das einfach, seine Weitschüsse. Das ist einfach krank. Das ist einfach echt eine Maschine. Hakeem Olajuwon. Ey. Krasser Spieler. Oscar Robertson habe ich nie spielen sehen. Da war der, ist glaube ich älter, oder? Der ist von früher. Kevin Durant. Ich finde den so geil. KD. KD. Aber weniger Punkte als Nowitzki bis jetzt. Ich mag Indisch Curry, Thai Curry und Stephen Curry. Muss man probieren. Stephen Curry, Chucksy. Wie geht's dir? Kevin Durant. Ja, geiler Spieler. Ich meine, krass. So ein großer Dude, der irgendwie von überall trifft. Kevin Garnett. Ja. Ja. Interessanter, geiler Typ. Hat sowas Professorisches gehabt, oder? Jerry West, das war vor meiner Zeit bei den Lakers, okay. Wen musst du abschlägen? Karl Malone. Der hat immer so schwer gespielt. 36.000 Punkte. Mein Nowitzki hat 31.000 Punkte gemacht. Wie groß war, ist Karl Malone? 2,10 auch mindestens, oder? Was für ein geiler Dude, Karl Malone. Der war mal so ganz schwerfällig und so ganz ernst. Jetzt geht's in die Stufe 2. Tim Duncan. Echt, der ist da oben? Wegen 5 Meisterschaften. Also Duncan war ein geiler Spieler, aber ich fand den auch vom Spiel her zu nüchtern. Ja? Larry Bird habe ich so am Schluss noch miterlebt. Ich meine, 12-mal im All-Star-Team. Also ich meine, klar. Out of this league, ne? Wen haben wir hier? Will Chamberlain, von dem habe ich ein Trikot. Bei den Lakers, ich habe ein Will Chamberlain-Trikot. Kannst du es vorstellen? Da ist er. Wie groß war denn der? Einmal in einem Spiel 100 Punkte gemacht. Einmal in einer Saison 4000 Punkte gemacht. Wie krank. Magic Johnson, der geilste ever. Also so ein geiler Spieler. Oder? Larry Bird ist ein Pimmelvogel. Was wegen Larry? Digga. Der Typ, der spuckt dir von oben auf den Kopf, Chucksy. Wie viele Meisterschaften hat er allein? Triple Doubles. Er hat halt einfach 138 Triple Doubles gemacht. Das heißt, er hat zweistellig Rebounds geholt, zweistellig gepunktet und zweistellig Steals gemacht, oder? Shaquille O'Neal, völlig überbewerteter Spieler. Ich fand sein Spiel nie so toll. Und nochmal hier. Bill Russell, auch vor meiner Zeit. Hier, Kareem Abdul-Jabbar. 6 Meisterschaften. Der Erfinder des Hookshot. Der einfach den Hookshot perfektioniert hat. Yo, danke für dein Follow. Ja, du hast Glück gehabt. Du bist gerade noch reingekommen. Kareem Abdul-Jabbar. 6 Meisterschaften. Jetzt kommen wir da hoch. Jetzt kommen wir auf den drittletzten. Kobe Bryant. 5 Meisterschaften. Einmal in einem Spiel Einlaufspunkte. Kobe, den Black Mamba. Mega geiler Spieler. Mega geiler Spieler. LeBron James. 38.000 Punkte und er spielt immer noch. Achtung, Abo-Falle. Slaffy, haut ein Abo rein. Slaffy, dankeschön. Voll nice. Danke für dein Abo im 6. Monat. Slaffy. Jetzt. Michael Jordan. Meisterschaften. 666. Ja. Die alte Diskutiererei. LeBron oder Michael? Man müsste sie halt gleichzeitig spielen sehen. Michael, LeBron. Genau. Matt Metal. Shaq war einfach nur großkräftig und sonst nichts. Eben, sag ich ja. Also sein Gameplay fand ich jetzt relativ boring.
Wurde immer gedacht, dass der trifft. Dann schaust du mal einen Kevin Durant an, der auch groß ist. Aber was der für variantenreiches Spiel hat. Und weißt du es dann? Wieso ist ein Shaq hier? Und ein Kevin Durant, der immer noch spielt, oder? Kevin Durant spielt doch noch. Wo ist denn der? Das ist aber ganz geil bei dem Game gemacht. Wo ist Kevin Durant? Der hat irgendwie voll... Da ist er doch. Voll dummes Bild. So sieht er ja gar nicht aus. Der hat ein viel edleres Gesicht. Der hat nicht so gedrängtes Gesicht. Hat er jetzt schon 26.000 Punkte? Stupide, null Beweglichkeit, vor allem bei allem Respekt. Ja. War groß, kräftig und sonst nichts, aber das konnte er gut. Winzertau, Malöche! Nebenplatz eine geile so. Ja, ist ein guter Moderator, ne? Okay. Fang jetzt auch interessant. Also, wo geht's weiter? Social Media. Ich glaube, was soll ich dir sagen? Alles Social Media. Was ist hier noch bei Social Media? Was war das jetzt? Hab letztens ein Jordan-Trikot auf dem Flohmarkt gesnackt. Cool, Mooskrebs. Gut gemacht. Wo soll ich hin? Nächstes Spiel spielen, oder was? Da heißt, ich soll hier Social Media reingehen, aber... Was ist denn das? Das jetzt hier. Sure, you wanted to play better, but it is what it is. It'll be fine. Toller Satz. Du willst besser spielen, aber es ist halt so, wie es ist. MP hat ein gutes erstes Spiel gehabt, aber ich würde da keine Sorgen machen. Warum bin ich gleich hier? MP's got the passion, focus and preparation to be great. I won't worry about him at all. Oh, gut, dass er das gesagt hat. I'm sure it's not the game he wanted to have, but he's going to have a lot of opportunities to put his best foot forward. I believe in MP. Aha, den ganzen Scheiß. Soll ich mir alles angucken, oder? Hey, I'm not gonna do my boy dirty like that. He had a bad game, but you know he the truth. You know what I'm saying? I'm not gonna do my boy dirty. You know he the truth. I'm not gonna do my boy dirty. You know he the truth. Also, was ist hier los? Nächstes Spiel spielen. Komm, nächstes Spiel. Schlüsselspiele stehen für den Entscheidung deiner Saison. Komm, wir spielen doch ein Spiel, ne? Jamal ist ein herausragend junger Point Guard. Spiele ihn in einem Sieg an die Wand, um zu zeigen, dass du mindestens genauso gut bist wie er. Okay. BC 11.500. Hier kannst du dir deine Nachricht ansehen. Okay. Genau, Patty und Hinkin waren schon über eine Zeit. Zenit uns. Weil wahrscheinlich Spieler, was war, weil Shaq wahrscheinlich der Spieler ist, den niemand verteidigen konnte, weil so zu der Zeit war der Dominante, stimmt, ja. Boom, Shakalaka LeBron. Voller Spielplan. Komm, wir spielen das nächste Spiel. Spielen, komm, spielen. Wir spielen jetzt gegen Celtics. Come on. Sieh das Arena Gym an. Ich brauche keinen Gym. Oh, da komme ich genau richtig. Da kommen die Girlies. Hallo. Have a great game, man. Nächstes Spiel spielen. Komm, wir spielen gegen die Celtics. Hinterher, genau, Mann, Bastio, einfach hinterher.
Und zwar ganz schnell. Jetzt ein Looker hier. Aber ich finde zurzeit die Basketballklamotten so lala. Ganz generell Sportklamotten. Ich meine, guck mal in den 70s, wie cool die waren. Kann ich ein bisschen trainieren? Während deines Shootouts, Shootrounds vor dem Spiel kannst du jetzt mit dem Aufwind deines Takeover-Boosts beginnen, sogar bevor dem Tip-Offs. Je tiefer der Schuss ist, den du machst, kannst du die Takeover. Lass geh raus, lass fliegen, ja Mann. Ich muss den Shoot erstmal hinkriegen. Krass, ganz anders viel. Ah ja, so geht's besser. Aha. Ich mag ja lieber mit Dings ziehen. Gut. Ich muss erst ein Feeling kriegen. Okay. Gibt leider keinen richtigen Brettcenter mehr. Alle müssen wirklich sein. Hey, Bonnie! Hey, Barney! Haben Sie geschaut? Digga, morgen gehe ich an den Strand. Schnauze voll. Ich werde schon richtig blass. Schau mal, wie blass ich schon werde, Digga. Werd richtig blass. Phil Ryder, ich bin der Erkan, aber sonst denkst du, wir holen den Sieg am Sonntag gegen Serbien? Ich denke, die Chancen sind 70-30 für uns. 70-30 für Deutschland. Aber ich glaube... Das Coole bei dem Ami-Spiel war zwar schnell, aber die waren klein. Und die Serben sind halt unterm Korb stärker, also im Rebounding und so. Allerdings, wenn der Obst heute wieder so krass Dreier reinknallt und alle, wir sind, glaube ich, die bessere Mannschaft. Die Cheerleader-Mizis haben schon geschaut, oder? Die Cheerleader-Mizis. Also Freerider, ja, ich glaube, wir haben 70-30 die Chance, zu gewinnen. Und sie werden es auch ernst nehmen. Man muss halt einen guten Tag erwischen. Gute Beide. Mal gucken, ob ich jetzt B- schaffe. Ja, was ich geil fand, dass der Wagner halt auch Dreier trifft, ne? Also du hast gemerkt, diesmal sind die Spieler... Früher war es immer so, ja, wer sobald ein deutscher Spieler auf einen NBA-Spieler trifft, dann war das immer kacke. Aber du hast den deutschen Spielkader angemerkt, dass es wirklich auch NBA-erfahrene Profis sind. Schöner Assist! Oder? Die haben diese NBA-Erfahrung, die NBA-Coolness, Toughness. Die bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Die müssen sich nicht... Die haben diese NBA-Routine. Passwort wird immer ignoriert. Stell mal vor, der Stefan ist mit bei den Cheerleadern. Ja, Gino Ciampino! Campino! Ja, der Franz Wagner, der hat da wirklich auch geile Dreier geschossen. Und der Theis, das Geile ist auch zu sehen, das wusste ich auch nicht, dass der Theis und der Schröder, dass die sich halt schon seit sie Teenager sind kennen. Und das siehst du richtig, dass sie so eingespielt sind, das ist mega gut. Oder? Dass der Schröder und der Theis, die wissen halt, was der andere macht. Und manchmal denkst du, das kann der nicht gesehen haben. Nee, er weiß halt instinktiv, ohne nachzudenken, läuft er halt mit, wenn der eine in den Korb geht, er weiß, wahrscheinlich, wenn er nicht trifft, trifft er so nicht und dann nehme ich mir den Rebound oder Dunken rein oder prallt ab oder sowas. Das sind so, oder so geile Sachen, oder verdribbelt sich wahrscheinlich wieder in der Grundlinie und dann bin ich schon da. Solche Sachen. Oder so wie er jetzt reinzieht, weiß ich, dass ich ihn einfach 3 Meter weiter links begleite. Nicht, was abgesprochen ist. Ja, alle Nationalmannschaften waren dieses Jahr gut, auch die EU.
Brogdon. Pass to Adebayo. Left side low. To the paint. Jo. Ach, come on. Wieso ist er nicht rein? Boah, was ich da verloren habe. Shit, ey. Das ist, weil ich ja noch mit dem Werfen so schlecht bin. Ich brauche eigentlich gar nicht werfen, weil ich muss so gut sein, dass ich den treffe. Ja, alle Nationalmann war nicht sehr gut. Auch die Uhr. Das sind auch Olympia. Auch. Das ist geil. Weil langsam Basketball in Deutschland echt, da merkst du, dass diese Arbeit, die gearbeitete Jugendarbeit, dass die langsam fruchtet. Und dass Basketball eigentlich der kommende Sport ist. Also ist auch natürlich zu verdanken, dass die BBL oder so, Alba, nicht nur Alba einen guten Job macht, sondern Bayern mittlerweile auch und so. Also mit CP. Brogdon with the smooth finish inside. His game is so polished. To the middle. Here's Adebayo. Geil. Das wäre fast ein Assist gewesen. Adebayo, wir treffen mal wieder nichts. Oh, jetzt muss ich ihm rüber. Also das Spiel ist diesmal fairer programmiert. Nicht so, dass du immer gleich einen Kollaps hast. Gute Ballbewegung. Ja, Jugendarbeit. Da können sich Fußball beischnehmen. Ist wirklich so. Ist doch wirklich so, oder? Also das hat auch damit zu tun, dass im Fußball natürlich immer mehr, sag ich mal, Talente von außen dazukommen, was ja okay ist. Aber im B-Ball. Ah. Wie ist es eigentlich beim Fußball? Wie viele Spieler von außen dürfen da kommen? Ja, das fruchtet so langsam. Mein. Es hat ja mit Bamberg und so angefangen, dass sie gesagt haben, sie machen gute Jugendarbeit. Und Alba macht das jetzt seit 10 Jahren, Bayern mal 5 Jahren oder sowas. Und ich meine, aus Berlin, ich meine, da leben 4 Millionen Menschen. Und das ist Street, auch das ist Streetball. Ah, Chill Out Television, Hallöchen. Dass du, Eishockey dieses Jahr, WM, Handball 5, der Basketball im Finale, Erfolg ist ja neben Fußball. Ist erstaunlich, Brinky, oder? Das muss man auch mal sehen. Und ich glaube, was total wichtig ist, dass man einfach viele Courts macht. Also du willst gerne spielen und dann gehst du, geh mal auf dem Land, auf dem, da hast du Basketballkörbe, die hängen auf 2,90 in der Ecke. Und unten ist Sand oder Gras. Und irgend so ein voll Depp hatte gemeint, ja, wir müssen da auch einen Basketballkorb machen. Und der Basketballkorb hängt halt irgendwo. Fußball ist meine, ruhe sie alle aus. Nowitzki, habe ich mal angeschaut. Irgendwann ein Obst, Schröder und Theis an der Decke. Ja, Wagner und also alle irgendwie. Das sind alles gute Leute. Aber ich bin echt dafür, man muss auch auf dem Land Basketballkörbe aufhängen. Nicht nur Fußballtore hinstellen. Also du brauchst auch viel weniger Platz. Du machst Tatanfläche für einen Basketballkorb. Dann kannst du auch Straßenfußball spielen. Tatan und einen guten Korb. Mit Eisen. Leider gehen die immer kaputt, die Körbe. Oh, Rebound. Wusste ich, oder? Rebound geholt. Vorne vom Pass ignoriert. Soll ich den Check lesen? Warte mal kurz den Check lesen. Ja, nach 2000 leisten sie weg. Klar, das sollen sie jetzt noch gewinnen. Und jetzt rächt sich die mangelnde Nachwuchsarbeit. Ja, ist so. Aber come on, das ist ja alles auch so, wie soll ich sagen, ein Beispiel fürs Land oder so, Fußball ist einfach immer so auf dem Erfolg ausgeruht. Im Basketball sind sie halt so, dass sie sagen, pass auf. Wir wollen noch was erreichen, ja. Wir sehen auch, die haben die NBA-Erfahrung. Also sag mal so, früher gab es immer so Schrempf und so, gab es immer ein, zwei Spieler, die was in der NBA, einer war gut, der andere war so kurz davor, dass er die NBA wieder verlassen musste. Und jetzt hast du wirklich breites Talent. Du hast einen Schröder, mega. Du hast die Wagner-Brüder, die sich etabliert haben. Du hast den Theis, die sich etabliert haben. Allein diese vier Spieler, die sich mega in der NBA etabliert haben, das ist einfach schon eine halbe Starting-Five.
Und dahinter hast du noch viel Talent und viel Niveau. Wenn die deutschen Basketballformen bei den Männern und Frauen weiter so gut, holen sich auch Olympiamedaillen. Das wäre geil. Du müsstest halt jetzt eigentlich zwei Mannschaften aufbauen. Eine aus so Halbtalenten, der aktuelle, und die darauf folgen. Das dauert einmal 10 bis 15 Jahre. Ja, halt. Ich meine, da hast du ja Ü-Sings und sowas, ne? Und Obst, der eigentlich auch in der NBA spielen könnte. Ja, der spielt, der nette Dude with Attitude, ja? Juli, der wird auch in die NBA kommen, come on. Also als NBA-Scout, ich weiß ja nicht, wie fest er in der Europe League, da, wie sein Vertrag ist. Aber komm, der ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt ein paar Mal bei Länderspielen gesehen, da hat er immer so eine geile Performance gebracht. Und, aber als NBA-Scout, come on, mit dem Willen. Ich weiß nicht, der Obst ist aber ziemlich klein, oder? Aber wenn er öfter solche Spiele macht, dann hast du den noch, dann willst du den noch haben. Die paar Millionen hast du doch locker. Mein Bruder kommt auch noch hin, spielt ein NBA. Ey, cool, Hase, das freut mich, würde mich freuen. Stell dir nur Nowitzki vor in dieser Zeit. Ja, okay, noch ein großer, ne? Nowitzki, wie würde Nowitzki mit Schröder zusammenspielen? Soll ich ehrlich was sagen? Ich glaube, Nowitzki würde diesen anderen Talenten, diesen Wagner und diesen Theis und auch der Thiemann und so, die hätten gar nicht die Möglichkeit, da zu wachsen. Ich glaube, neben Nowitzki zu wachsen, ist halt auch scheiß schwer, weil der ganze Fokus auf ihm ist. Jetzt ist es eigentlich ganz geil, dass der Fokus auf der ganzen Mannschaft ist und es gibt allen die Möglichkeit, zu wachsen. Dennis hat gesagt, mit Braunschweig geht er in Basketballrente. Dennis ist ein geiler Dude. Ey, ist ein Family Guy. Ich habe mal so ein Porträt von dem gesehen. Es ist echt ein geiler Dude, ohne Scheiß. Seine Wurfform ist so mega smooth. Ja, ich meine, es ist natürlich übertrieben, den mit Steph Curry zu vergleichen. Aber wenn du einen Spieler hast, der diese Ansätze hat, dann geht der in die NBA, Klammern. Der Obst, wenn er so bleibt, ist der safe in der NBA. Nowitzki im Besseren würde heute schon ganz schön Schaden anbringen. Ja klar, was ist der Nowitzki 2,12 oder was ist der? Und halt auch, trifft halt auch mindestens aus der Mittel, bis zur Mittelsaison alles. Bricky, ich mag dich, wie du denkst. So denke ich auch bezüglich Team. Ist so, oder? Weil sonst ist der Fokus nur auf einem Spieler. Aber diese Breite, ich meine, guck mal allein, die anderen sind ja auch gut. Der Manolo Lo oder wie er heißt, oder? Wie heißt der Manolo Lo? Auch der hat den Ball so sicher. Früher hast du immer einen gehabt, der hat den Ball gebracht, einen Point Guard und was weiß, der hat einen Ball gebracht und du dachtest dir, wenn den Ami richtig deckt, dann verdribbelt er sich. Dass der Schröder, dass ihm der Ball an den Fingern klebt, ist klar. Aber auch bei den anderen, die haben keine Ballverluste aus Dribbling oder aus Leichtigkeit oder weil sie unkonzentriert sind oder weil sie nervös sind. Die sind alle im Ballhandling mega souverän. So richtig NBA-Style, da verliert keiner den Ball. Nowitzki ist bis jetzt der einzige Hall of Famer aus Deutschland. Oder Schrempf auch Hall of Famer? Ich glaube nicht. Schrempf ist kein Hall of Famer. Wen gab es denn früher noch? Dann gab es ja Tibor Pleiss und sowas gab es auch, aber alles. Nee, Schrempf war ja gut, aber nicht so gut. Ist jetzt hart Sprühkleben im Basketball erlaubt? Dass der Ball an der Hand kleben bleibt, ne? Ich glaube nur Temperatur unanfälliger Pittex. The crowd was roaring against them, but they were able to focus and finish the task at hand. And the mental game you talk about, a lot comes down to coaching. Having your players focused. Yeah, the savvy of Horford on display. Just tremendous passing as a player. Ah. And that's out of bounds. Ja, weil er dumm gefaxt hat. Ich wäre nicht gut reingelaufen. Edwards hat einen miesen Dank gemacht, der war eh gut. The ball movement, the patience, the confidence. You love seeing all that come together. Hero, the pass to MP. Martin with the ball. MP, a screen on Tatum. Direkt was aufgelaufen hier, weil ich einen guten Pass gemacht habe. Again, the Heat misses. The Celtics have gotten 2 of 5 shots to fall this second quarter. Let's it fly. Was heißt der Diamond jetzt da unten? Habe ich ein Attitude-Attribut bekommen oder was? Surfen Volley muss bloß zurück, welche? And so Hero will bring it up for the Heat. Defeated by Detroit in their last game. They'll try to put that one behind them. They hit a couple big shots, but overall there was a lack of consistency. Just not their night at the offensive end. Shit, schlechter Wurfauswahl. Hätte ich doch passen sollen, ne? Da muss ich noch Moves hinkriegen. Wenn ich einen Ball habe, muss ich noch Moves hinkriegen.
grabs the board. Miami has gone 1-4 from three-point land here in the second. Out to Lowry. Second quarter play, almost 3 minutes gone here. Martin finds Lowry. Lowry macht da was mit dem Ball. Releases from the wing. Und Assist, Block Assist. Das die ganze Zeit ärgern. Nee, ist doch gegen. Gegen Kerr, JD, ja klar. Safe. Die hätten uns mit 30 Punkten gekillt. Gebe ich dir völlig recht. Da hätte ein Spieler gereicht. Lowry outside. Here's MP. Good work defensively by White. Ich musste auch mal ziehen, ne? Oh, der geht rein. Oh. Gegen JD, Curry und James. Es hätte KD gereicht. Es hätte Curry gereicht. Es hätte James gereicht. Sagen wir mal so. Die hätten in den nächsten 10 Minuten, hätte einer von diesen Spielern den Ball in die Hand genommen. Wir hätten mit 20 Punkten verloren. Ah ja, LeBron hat auch so ein Ritual, wenn er in die Hände klatscht, das rechte Pulver so als Nebel über ihm. Ja, aber das ist Magnesium, oder? Kristaps Porzingis comes in for Tatum. Jaylen Brown, he's checked in for Oubre. And Brogdon is subbed in for Banton. Was heißt denn dieser Mann da unten? Screen by MP. Butler passes to MP. Ach, der hätte auch reingehen müssen. Das heißt immer schlechte Wurfauswahl, nur weil ich werfe. Das ist voll dumm. Ich stehe allein am Korb. Das ist keine schlechte Wurfauswahl. Nur meine. Das finde ich auch ein bisschen doof. Also mein Skill ist halt noch nicht so gut, weil ich erst anfange. Oh, ein Foul. Okay. Obst ist der deutsche Steph Curry. Ja, es ist so geil, ne? Sagen sie jetzt alle. Also guck mal, ich stand alleine am Korb, one-on-one, den musst du doch nehmen. Und schon sind wir auf D, oder? Voll asozial. Aber jetzt habe ich mal zwei, drei Würfe genommen. Yeah, that's been the key. Thanks, Ali. That free throw misses. You know, one thing about Malcolm Brogdon, he's confident and he inspires confidence in others. Was heißt nochmal dieser Diamant und wie kann ich einsetzen irgendwie, gell? Point guard of a veteran team. He definitely has a take charge persona. He makes big shots, he doesn't make many mistakes. His coaches Wow, einen machen wir auch noch. War das technisches Foul das? .16 left in the second period. Williams finds Brogdon. Outside Porzingis. Aber gute Verteidigung macht. On the wing, back to Porzingis. Pass to Brogdon, fires the three. Miami grabs the miss. Next up, they'll face the Timberwolves in Minnesota. It's the second game of three on the road. Martin against Brogdon. And there's the whistle. The illegal screen is the call. Das meine ich eben mit Harz wegen anderem Hilfsmittel. Ja, schon Harz, aber es ist kein Harz, das ist ja Dings, oder? Der Name Attitude, ich kann es noch nicht so sagen. Also die Story ist jetzt so, dass du viel schneller schon im Game bist. Das finde ich schon mal sehr geil. Es macht wohl schon wieder, du bist sofort NBA-Player, du musst dich erst noch so bla 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 machen. Und bis jetzt habe ich auch noch nicht so viel Social-Media-Kram machen müssen. Aber es ist noch am Anfang. Ich schätze mal, dass es ziemlich ähnlich ist. Aber bis jetzt gefällt es mir besser. Ach, wieso war der denn nicht drin? Schau mal, das war halt schlechte Wurfwahl. Ich habe halt nicht schlecht geworfen. Schlechte Wurf. Die Auswahl war nicht schlecht, die Wurfauswahl. Ich habe einen Fast Break gemacht, sondern meine Ability ist halt noch so komisch getriggert, dass ich ihn kaum treffen kann. Und oben sagt schlechte Wurfauswahl. Dann werde ich dafür bestraft. Leider, leider, schlau weiter. Also bis du mal deine Bälle richtig reinmachst. Er kann das Game Tester, ist so. Aber was ganz cool ist, dass sie in der Steuerung bis jetzt nicht so viel verändert haben. Aber ich meine, okay. Ja, wir konnten nicht vorpassen. So, ich muss leider weiter. Wünsche euch was. Basto, da Basto, da Basto. Schönen Freitagabend. Kaloni, ja, test. Ja, ich teste ja nur. Die Grafik seht ihr ja. Die war ja letztes Jahr schon unglaublich Wahnsinn. Also, die war ja letztes Jahr
Von 22 auf 23 war Wahnsinn. Und 24 ist ziemlich ähnlich. Aber es gibt, glaube ich, so ein paar Moves, die ich noch gar nicht spielen darf, die richtig geil sind. Cheerleader werden weniger gezeigt, negativ. Jetzt schauen wir mal, ob die Bits kommen. Kurz vorm Scheintor, das Learning des Lebens, Learning by Doing. Ist, ah, wieder die Halftime schon mal checkt. It's been a bit of a challenge so far for the Miami Heat. Da haben wir noch Shaq Attack. Their physicality on the boards has been weak. Die Stimme. They've been up too many extra possessions. Otherwise, they might be ahead right now. Yeah, you'd like to see a coordinated effort on the glass. It's hard to rely on just one or two guys to get it done and win, but they're trying that. Aber ich finde, irgendwie vom Handling ist es, was ich besser finde, ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man mehr taktische Moves spielen kann. Holzmove, Hallöchen! Ja, Deutschland, mega nice. Endlich wieder Folge, die haben so geil gespielt heute. Deutschland hat so mega gut gespielt heute. Es war so, also wirklich, du hast auch gemerkt, dass die als Team, was sie auch sagen, das sagt man immer so, Team, aber dass sie als Team auch richtig geil zusammengespielt haben. Third Quarter. Der rechte hat, Kommentator, der hat jetzt nicht so viel Bock auf was zu reden, oder? Und was ich jetzt auch cool finde, dass jetzt weniger Werbung ist. Also, da ist da ein bisschen so Gatorade und so, aber. Ich weiß ja nicht mehr, was der Diamant, wie ich den auslösen kann, aber den schenke ich ihm wahrscheinlich. You love guys who can get their shots within the flow of the offense. The star wing pair, it's Brown and Tatum outside. Robert Williams out there with Kristaps Porzingis. And it's Brogdon in at the one. That's who's in the game for the Celtics. Das war keine schlechte Wurfaufgabe. Scheiße, ich hätte den Layup besser machen sollen. Das muss ich noch rauskriegen. Dass ich denke, scheiße, wie ich den Move kriege. Habe ich nicht drauf, leider. D minus. Love against Brogdon. Ich hätte 6 Punkte machen können schon. Pass to Brown. Ein Assist, ein Rebound. Assist! Aber der bringt ihn auch nicht rein. Der kriegt ihn auch nicht rein. Ich meine, come on. Der stand allein am Korb. Vielleicht bin ich auf E zu, sind aufgelöst. Ich bestrafe den. And so MP will bring it up for Miami. Trailing by 8. Pass to Love. Back to Hero. For 3. Guter Block, guter Weg im Blockassist. Ich komme aus dem D-Bereich raus. Oh, egal. Katastrophe. Aber es ist, du nimmst 2-3 Würfe am Anfang, wenn du noch keinen Skill hast. Dann machst du eigentlich alles nur falsch. Shit. Das hat 2000 Blocks. Rebound. Wow, was für ein Dunking. Bam, Adebayo. Ich hasse es, wenn die KI nur mit Beschiss weiter weiß. Die KI ist so minimal besser, glaube ich. Also ist ja schon so, dass sie jedes Jahr besser ist. Also sie ist nicht so klugscheißerisch. Letztes Jahr war sie mega klugscheißerisch. Das hat mega genervt. Da war die immer so. Jetzt finde ich jetzt auch, wenn du einen Wurfversuch machst, ist es ja nicht schlechte Wurfauswahl, sondern du wirfst halt daneben. Du stehst 1-1 unterm Korb. Muss mein Dude. Was ich gut finde, dass sie nicht so viel verändert haben, ja. Dass du weißt, von der Steuerung. Schön! Relay-Passer. So, wir kommen langsam schon wieder in den Bereich von 10. Rebound by the Heat.
Gut. Was gab's heute zu essen bei dir? Soll ich ehrlich sagen? Ich war halt böse. Hier gibt's so einen Metzger, der macht selber Lasagne und Cannelloni. Und Lasagne war schon aus, weil da reißen sie sich immer drum. Der macht nur so 3-4 Stück. Und habe ich heute Cannelloni gemacht. In der Aluform, frisch vom Metzger. Ey, und Salat dazu. Ey, so geil. Wenn die keine Kalorien retten, würde ich es jeden dritten Tag essen. So lecker. Da musst du nicht hier machen. Machst einen Salat, haust sie in den Ofen. Mega gut. Jetzt kommen meine Girlies. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir genauso lang tanzen wie die Dudes vorher. Also, die kenne ich, die eine. Pass auf, wo ist die da? Rechts, rechts. Die da. Schau, die da. Hallo. Hier bin ich. Da, schaut mich halt mal an. Die erinnert sich halt null an mich. Schau, der Erkan. Wir waren damals an der Collins, weißt schon, 100. Straße, im dritten Stock, da, in dem Building mit Doorman, weißt schon, neben der einen Typ, der auf deine Katze mal aufgepasst hat. Hallo, ey! Die tanzt jetzt zu Boston, oder? Ey, krass, oder? Ach so, die ist ja aus Miami weggezogen. Schaut mal her, Baby! Hier, hallo? Wie blind kann man denn bitte sein? Manche Bunnies, echt. Die ist halt jetzt so im Tanzen drin, dass die gar nicht herschauen tut. Jetzt mal die Kamera bitte von hinten. Ich will halt mal das andere Spielfeld sehen, weißt du? Dreh mal die Kamera, ich will das andere Spielfeld sehen. Das glaube ich, Fisch und Dick ist immer lecker, oder? Ey, so geil, Robert spielt die Welt. Mega. Oh, der ist noch nicht gut drauf. Der Jimmy Butler. 22 ist Jimmy Butler, oder? Also, meine krassen Damen und Herren, jetzt kommt die Entscheidung. Das vierte Drittel kommt jetzt. Was? Ich gehe raus, oder was? Alex Spoelstra, der war heute auch da. Der war Co-Trainer neben Steve Kerr. Der war Co-Trainer. Kannst du es vorstellen? Bis zum nächsten symbolisieren. 33 Sekunden. Ein Punkt Unterschied. Jetzt könnte man gewinnen. Mein Spieler, wenn ich jetzt keine Fehler mache. Ich werde damals vor allem jetzt gegen Miami verfolgt. Ich könnte heute. So, wann waren das 90s? Jetzt muss ich ein bisschen decken. Oh, schade, ist reingegangen. War es ein Dreier, oder was? Der hätte doch mal reingehen können. Scheiße. Ich stand alleine unten. Hab den Ball nicht mal angefordert. Der geht nicht rein. Rebound. Ja. Die treffen aber auch nichts, die anderen. Gute Defense. Foul! Immerhin Foul gezogen. Ich war bei meinem Freiwurf gezogen, weil ich wurde gefoult, ey. Das ist ja das allerletzte. Boah, wie ist da das Shooting? Boah, ich kenne ja noch nicht das. Boah, das ist ganz anders sensibel. Boah, bin ich schlecht. Ich habe ja keine Chance. Es geht so sensibel schnell. F. Na toll. Nochmal das Spiel. Oh, die anderen sind aber auch schlecht, ey. Dank kassiert. Gutes Umschalten auf Defense, naja. Oh, jetzt hatten die Dudes, das brauchen wir nicht. 8 Punkte. Aber cool, dass ich viel Game Time habe. Lock Assist, immerhin. Also bei D-.
Alter, das ist wieder ein neues. Ich habe es erstmal Freiwürfe geworfen im Game. Also, du tippst es an und schon geht's wieder zurück. Also. Ich weiß gar nicht, warum ich dem Attribute dafür gegeben habe. Das will sein. Miami has gone 7 of 15 from distance in this game. Scheiße, ich musste Zeit. Ich hab mein Single. He's been locked all the way in from the floor, and he's the number one reason why they're winning right now. Pass to Hero. Here's Butler. Shoots over Tatum. Again, the Heat score. Whether it's at the rim or in the mid-range, Butler. Du kannst ja keine Zigarette machen. Each and every time. So hätten wir gerne mal vom Gegner Holzmove. Ist so. Wäre jetzt mein zweites Spiel im neuen Game, ne? Ich habe aber noch 0 Skills bis jetzt. Block. Block. Ja, gute Bewegung. Langsam. Teams are trading threes back and forth. This is today's NBA. Hey, we see this kind of exchange. Aber es macht Bock. Macht's auch Bock zuzuschauen, schon, ne? Gut Defense, wir haben es fast gut Defense, was ein Ziel gemacht. Here's MP. Wieso geht denn der nicht rein? Come on, scheiße. Guck mal, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin alleine, hat einen Layup machen können. Warte mal. Können wir es machen? Wiederholung, komm, wir machen Wiederholung. Das ist so geil. Dieses Ding, das ist bei allen NBA-Games mittlerweile so. Oh, Kamera hoch. Kamera. Oh, geil, schon wieder, dass der Court spiegelt. Kamera hoch. Nee. Kann man sich in Ruhe die Sneakers angucken. Schau mal, kann man die Sneakers anschauen. Die Sneakers kann man so anschauen. Schau, kannst du die Sneakers anschauen? Sind gerade unscharf. Ist das krass oder ist es krass? Dann stehe ich ganz alleine. Da stehe ich ganz alleine. Jetzt zurück. Kamera wegen, Kamera drehen, Kamera hören, Kamera Orbit. Herauszoomen, Wiedergabe. Wiedergabe. Da, schau. Anders. Da bin ich, schau. Heranzoomen. Schau, wie allein ich da war. Schau mal, jetzt war ich so alleine. Kamera hoch. Oh, wie kann man hochgehen? Kamerahöhe. Runter. So, Winkel. Schau mal, jetzt bin ich alleine. Jetzt Wiedergabe. Alleine? Schau mal, hier bin ich alleine. Das ist doch keine schlechte Wurfwahl. Ey, Stefan, hallöche! Ich geh mal gleich in den Disco rein. Hm. Jetzt mal ohne Scheiß. Schau mal, ich stehe doch alleine vom Korb. Schau mal, wieso geht der nicht rein? Weil mein Spieler das noch nicht erlaubt. Der Dude mit dem grünen Nike-Shirt schaut einfach nur weg, langweilt sich total. Aber guck mal, da kann sich Golf was von abschneiden. Die NPCs, die da hinten im Publikum sitzen, sind so viel geiler. Alles krass, bitte. Got his 8th rebound here tonight. Down low.
Ja, jetzt habe ich halt wegen den Dings, habe ich halt direkt wieder Bestrafung bekommen, weil ich mal das Ding angeschaut habe. Die Grafik ist Wahnsinn, oder? Diese ganzen Leuchteffekte, Unschärfen und so, ist eigentlich nochmal besser. Oh, das gewinnen wir aber nicht mehr, oder? Eine Minute, 6 Punkte. So, der ist schlecht. Oh, he doesn't hit the first. That was the one they really wanted. He's got one more, though. Schau mal, du siehst die ganzen Hautporen, alles ist der Wahnsinn. Also dafür, dass ich mich reingerufen muss, war es eigentlich ganz cool jetzt. The Heat have gotten 3 of 7 attempts in this fourth quarter to fall. Pass to Martin. Butler against Tatum. Achtung, Abo-Falle. Viel Spaß mit neuer Waschmaschine. Lee Lininger, morgen, ich weiß, 2K ist erst seit heute draußen, aber lohnt es sich zu holen. Hast du die anderen auch gespielt? Also ich finde, es ist ein bisschen besser bis jetzt. Warum? Ich kann es noch nicht sagen. Also mir kommt die KI ein bisschen besser vor. Also dass sie so, die ist nicht so stur-takt, so stur so irgendwie. Und wenn du zum Beispiel jetzt, früher musstest du immer nur den hast gepasst und den hast du geblockt. Jetzt kommt es nur so vor, dass du auch den dritten Mann ein bisschen blocken kannst. Also die KI ist, glaube ich, besser. Grafik siehst ja, war beim letzten Game schon mega geil, jetzt auch geil. Und ansonsten ist es ziemlich ähnlich, aber ich habe gerade das Gefühl, dass die Story auch besser ist. Und es spielt, glaube ich, mehr so Miami-Style. Also die andere Stadt fand ich ein bisschen sehr komisch. Und Snow, den 36. Monat. What? Das sind 3 Jahre voll. Jetzt ist da der 36. Monat. Snow. Wow, dankeschön, Snow. Snow, history in the making. Snow, 3 Jahre. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, ich habe die 3 Folgentitel schon gespielt. Voll krass, Snow. Vielleicht geht es dir so wie mir. Ich spiele halt gerne die Hauptstory. Und die fand ich vor 3 Spielen am besten. Vor 2 Spielen war es okay, beim letzten, finde ich, ging sie irgendwie gar nicht. Da war halt immer dieses Manager und ich habe eine Wohnung und ich war irgendwie so als Dude so unsympathisch. Und mich hat das ganze Social Media, das ist wohl, bis jetzt ist es noch nicht so penetrant. Ich fand es halt oberpenetrant beim letzten Game. Aber das andere kann ich noch nicht sagen. Ich habe bis jetzt nur 2 Games gezockt. Gut. Hat dir das weitergeholfen? Lieling-Ding-Linder. Immer noch 3 Punkte. 3 Punkte, 30 Sekunden. Ah, danke, ich habe verloren. Das war ich meine 6 Punkte, die ich verloren habe. Hau den gleich raus, Junge. Schlechtes Rotationsspiel, so ein Scheiß. Jetzt hat es mir, danke, werde aber auch hier ein wenig im Lurk sein, das gerne am Weg anschauen. Dankeschön. Wir zocken es hier nicht so oft, leider, weil wir so viele andere Sachen machen, aber ich finde es voll geil, dass so viele Leute zuschauen beim B-Ball heute. Mega vielen Dank dafür. Bis jetzt war es so, in der Hauptsache musste man nur 2 Games, nur Games zocken. Verfolgst du auch die NFL nur am Schluss, nur bei den Playoffs? Netter Dude with Attitude. Wir haben ja immer den Super Bowl Stream gemacht. Das hat echt Bock gemacht. Aber eigentlich nur die Playoffs, die Season nicht so. Ich schaffe, man kann ja nicht alles angucken. Das war's, verloren, ne? Nee, 6 Sekunden. Aber die gibt's dieses Jahr auf RTL, glaube ich, oder? Und die sind drin. Euler, 4 Punkte noch in 4 Sekunden, schafft man nicht. Eigentlich müssten wir jetzt faulen, aber das fände ich jetzt dumm. Na, das war's. Spiele runter. And so it's Boston. Also, vorhin war ich C+, jetzt war ich F. Schlechter geht's nicht.
Es ist halt, sobald du Würfe nimmst am Anfang, wenn du keine Dings, Attribute hast, bist du im Arsch. Balakan, Moosleitner! B-Balakan. Dann gucken wir das mal an. 0 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist. Mitspielernote F, Katastrophe. Aber immerhin Punkte bekommen. Aber wie sie bekommt, für jedes Spiel, eine Mitspielernote. Statistiken 0. Gehalt bekommen. Die Fans fanden mich mal gut. Goat-Fortschritt 0. Leider hat er die Rechte gekauft für NFL. Aber ist das so schlimm? Ja, die sind streng. Was ist das hier? Jetzt gehe ich mal raus, oder? Was mit ihm? Er hat eine Quest, oder? Was mit ihm? Oder wir gehen jetzt mal, zeige ich mal die City, wie diese ausschaut. Oder was ist? Ist das Gym oder was ist das? Jetzt gehe ich in die City. Am Ende ist MVP der GOAT, absolut. Ich bin doch nicht der GOAT, ey. Dann sehen wir eigentlich irgendwie alle gleich. Show off to day attire. Earn two. Jetzt geh erstmal alle cool mit deinen Babymamas auf den Kopf hauen. Na, sehr gute Idee. Wenn RTL es gemacht hätte, würde es die in Deutschland gar nicht stattfinden. Also Kosten und Free-TV, finde ich auch nicht okay. Finde ich auch okay. Jetzt check ich gerade nicht, was ich da alles machen kann. Aber die Map sieht auch ein bisschen geiler aus, oder? Was ist das hier? Sind alles Quests, oder was? Ist das eine Quest? Boah, das ist viel. Was ist da drüben, oder? Trainingszentrum. Schon mega voll. Es gibt Quests? Ja, eigentlich, ja, hier, Trainingszentrum. Also, pass auf. Die Quests sind alles. Das sind die Quests, da wo ich jetzt. Das ist eine Quest, ins Trainingszentrum gehen, oder? ProSieben hat die NFL-Rechte in Deutschland geprägt, jeder kennt die Modis. ProSieben wollte es weiter, aber der Gruppe hat mehr geboten. Naja. Besuche das Trainingszentrum, rufen mit die Liste verfügbaren Drills ab, nutze die Halle, um deinen Skills zu arbeiten. Ja, okay, das ist, kennen wir ja schon. Lekan Autogramm, komisch, oder? Oh geil, schon mal wie der Hallenboden glänzt. Ist das geil, guck dir mal diesen Hallenboden an. Muss duschen, ja geh duschen, Stefan, du Stinker. Wahnsinn. Need some help? Let's do this. Das ist Worlds, das steht einfach da so rum. Drills wählen. Layup Timing, das ist gut. Drill starten. Drill starten. Achtung, Abo-Falle. Ante, wie geht's dir? 20 Mal. Schön, dich zu lesen. Schön, dass du da bist. Okay, man kann dann besser spielen, man skillt. Interessant. Ist so. Verrückt wie im Leben. Trainiere deinen Korbleber und versuche, möglichst hohe Punkte zu erreichen. Jeder Korbleber versucht mit einer Werfung. Training. Wir machen erstmal Training. Auf einmal ist es so einfach. Viel zu spät. Geil sieht aus. Auf einmal geht's. Okay, jetzt kann ich ja Drill erneut ansehen. Ja. Depp.
Nicht über den Duschepiesen schiffeln. Shit, warum habe ich es so gut gemacht? Ist ja noch Training. Viel zu spät. Auch wieder viel zu spät. Wahnsinn. Aber es war noch, ist ja noch kein offizieller Versuch, ne? Ausgezeichnet war der. Keine Ahnung, warum der jetzt ausgezeichnet war. Offizieller Versuch. Viel zu spät. Was war jetzt da viel zu spät? Was heißt viel zu spät abgeschlossen oder viel zu spät getragen? Ausgezeichnet. Ah, ich muss wieder loslegen. Von unten. Von unten reingeschossen. Zu spät. Wie sackle ich mich immer? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Der ist drin. Man muss nur rechtzeitig rein, also früher anfangen. Jetzt. Oh, etwas zu spät. Jetzt. Ah, knapp. Viel zu spät. Schlechter Wurf. Hier drin. Zu spät. Oh, und hat mich einen Stern gekostet, ey. Fett, willkommen. Macht mal World Wrestling Tag Tag Team. Nee, machen wir nicht. Danke für den Follow, Link die Linda. Was habe ich jetzt bekommen? Irgendwie ist es da, das Werfen ist ein bisschen komischer. Der Vagabund, Hallöchen. How are you? Riesentöter. Verstärke den Wurf von Korbleger, versuche bei einem Mismatch gegen eine größere Verteidigung Verdrängungswahrscheinlichkeit geblockt zu werden. Verstärke die Wurfkurve von Korbleger, versuchen bei einem Mismatch. Ja, muss halt mal. Größere Verteidiger. Fang den Ball und punkt im Korb gegen den Verteidiger. Okay. Training. Gut, oder? Zu spät. Distanz, ne? Okay, näher ran. Ach, scheiße. Oh Gott, der hat mich verteidigt, die Sau. Shit. Stehe. Ja, viel zu spät. Okay, aber ich hatte die freie Lücke gehabt. Ach, jetzt habe ich ein Ding gedacht. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Okay. Geh hoch. Das Feeling habe ich noch nicht so. Oh, krass. Ich muss noch den Stick gedrückt halten, ne? Ja, wenn ich einmal geblockt bin, ist vorbei. Ich muss ja checken, von welcher Seite er kommt. Da habe ich keine Chance mehr. Wegen dem ZDF-Fernsehgarten, da kann ich euch gut mit als gehörlosen Gesetze übersetzt werden, als Geld ist jetzt mit den Flippers vorstellen. Wir waren schon im Fernsehgarten, mein Freund. Komm, wir machen einen offiziellen Versuch. Ah, oh, und schon bin ich gecornert. Hat er jetzt. Ja, wir haben schon viel zu bestimmt angeschaut. Abschlussbeste. Auch ausgespielt. Kann man Körperstatur einstellen? Ja.
kriege ich mir ein Feeling dafür. Ah, der ist nicht drin, ne? Es war halt Wahnsinn. Viel zu spät, ne? Ich dachte schon, ich glaube, du musst dann auf Dreieck gehen oder sowas. Ah, fuck. Er ist tot. Ah, doch noch geschafft. Was ist denn Faul? Ich sehe euch auch da eine gewisse Zukunft als feste Institution beim Fernsehgarten. Da sitzen vermutlich auch die einzigen, wenn G-Man nicht so hops nehmen kann wie Ende der 90er, die man noch so hops nehmen kann. Fernsehgarten ist super. Ich frage mich auch mal, wie sie aus die ganzen fünf Rentner, die sie aus dem Umkreis von Mainz dahin schleppen. Kann man das ändern, wenn der Bild schon erstellt wurde? Weiß ich nicht, schau mal. Schau mal halt mal. Meine Karriere. Was ist neu? Jetzt kann ich gerade in meinen Player nicht reingehen. Einstellungen. Social Media Name. Meine Karriere. Wo war denn das? Ich glaube, weil ich gerade da bin. Was sind das für krasse Crocs? Was denn die jetzt wieder gesehen? Vier Hauptquests. Der Beste aller Zeiten. Was sind das für Quests hier? Der Beste aller Zeiten. Verdiene einen Platz als Goat. Okay. Jim Moran. Bis zu diesem Simulieren und Spielen. Das ist eine Quest. Sieh das Arena-Gym an. Ziel zum Gatorade-Gym der Arena. Okay. Street Paul. Rede mit Young Wayne. Da gehen wir mal hin. Card. Da ist der Young Wayne und da bin ich. Wo ist der Young Wayne? Okay. Jetzt kann ich hier wieder rausgehen. Ich werde für diese beiden... Ja, wir hätten mega Bock, eine Sendung zu machen. Rede mit Young Wayne. Wo ist der Young Wayne? Wo ist Young Wayne? Wo ist Young Wayne? Ach, ich bin hier, oder? Das heißt, ich gehe wieder raus. Da bin ich, oder? Das heißt, ich gehe raus und rede ich mit Young Wayne. Komm, das ist nur eine Quest. Naja. Die Werbung? Was ist die Werbung? Ah ja, da kann man, glaube ich, kann man sich ergamen, diese komischen Crocs. Ach, das ist hier, oder? Es ist die Quest, da oben rede mit Young Wayne, oder? Das hat mich auch mal genervt. Wenn du L3 so hart drückst, ist der Sunset Park. Ist da der lang? Kannst du schnell reisen? Wie sie sich auskennt, hey. Richtig? Wo ist denn der lange? Ach, ich muss in den Sunset Park gehen, was? Das wäre eine schöne Welt, wenn überall so Courts sind, oder? Nee, man kann nicht schnell reisen. Jetzt muss ich auch noch laufen, weil ich kein Skateboard habe. Als gibt es diese anderen Boards. Oh, wer ist denn Sie da? Hallöchen.
Ist da der Sunset Park oder wo ist denn der Sunset Park? Ist der da hinten? Schön alles verbaut, geile Graffitis. Okay, Dinger, das werde ich gleich überfallen. Na, oida. Ihm reden, ist es La Langwania. Wow! MP? Hol dir die Super Crocs. That's all good. Ja. Nächster Streamtitel. Erkan holt sich die Super Crocs. Hey, I'm Young Wayne, man. I MC the games here. I just got a little excited when I saw an NBA star at Sunset Park. Lost my cool for a second. It's all good, bro. So, let me know what we got going on here. Is this like a rec league or? Well, I mean, kinda, sorta. We got a tournament we run at the yard. Kinda, sorta. That's another court in the city. Also, bei mir tut sich gar nichts bei der Körperstatur. Ah, das tut mir leid. Ich sehe auch ziemlich dünn aus, ehrlich gesagt, Nixo. Ich glaube, die machen das extra, damit du halt jetzt einen Point Guard, nicht einen Point Guard machst, der 2,20 ist, oder? So listen, man. No one here is looking to make friends. But if you can beat these guys, you'll earn their respect. You earn their respect, they'll hoop with you. You get enough of those guys to hoop with you, you can bring them to the point. You do the same thing at the point, and you can play in the tournaments at the yard. Point Yard. Weiter, Killer, alles schön. Jetzt muss ich die ganzen Streetball Games machen. Ich weiß, wie dünn ich bin, oder? We pick your teammates for the first game, but like I said, once you start winning, the guys you beat will be. Hernandez Moosleitner beim Street Basketball. They here now? Oh yeah, they're always here. Hey yo, Tom, John, get over here. Look who I got. Wie schauen die denn aus? Schauen wir die an. Wie der geht, wie geht der? Dieser Gang ist ja der Wahnsinn. Wir sind mit den Schultern so nach, mit den Ellbogen so nach hinten. The Pink Diamonds. Tom, John, meet MP. MP, meet Tom and John. You get to play with MP. Die zwei sind ja geil. Die sehen ja aus. Schau die mal an, die beiden. What's the highest level you guys ever played at? JV! Yep! Tom and John! Yeah, buddy! Schau dir die Dudes an, die sind ja super. Schön crazy. Das hat beim anderen ein bisschen gefehlt. Zwei so Nerds und wahrscheinlich können die jetzt super spielen, pass auf. Just make sure they don't shut it down on you. Alright, so, wait, what's that mean? You'll find out. Ich schau doch gut aus? You won't. Either way, good luck. Cool. Y'all playing in those? Yeah. When? All right, cool. Spielt ihr damit? Die Dudes! Die schauen ja mega geil aus. Die feiere ich ja jetzt schon. Tom und John, oder wie heißen die? Deckel drauf. Willst du deinen Gegner bevorzugt nach Hause schicken, dominiere ihn mit spektakulären Aktionen, dann lass die Fans den Park eskalieren und machst den Deckel drauf, bevor du eigentlich möglichst Butter erreicht. Schalte Deckel drauf Anzeige frei, indem du eine große Führung ausspielst. Wenn die Führung zu klein ist, kannst du den Spiel nicht mehr auf Deckel drauf vorzeigen beenden. Alles klar. Tom und Jerry, echt so. Vorne Teams sind in einer beliebigen Reihenfolge raus. Die Farbe gibt an, wie stark der Gegner ist. Leichter Gegner sind grün. Machen wir grün. Hier und im Quest-Tagebuch kannst du dir wöchentliche Streetball-Statistik aus von ansehen. Okay. Spiele gegen einen nicht rekrutierten täglichen Gastgeber aus der. Besiege alle Bosse auf deinem Court, um Preise zu verdienen. Ja, Gott, oh Gott. Komm, wir machen den Text. Wir spielen gegen Disco. Liegespiel ist, ich verteidige Disco, oder? Oh, der ist 90. Achte bei der Zusammenstellung deines Teams auf die Stärken und Schwächen der Gegner. Okay. Ja, kann ja der Tom spielen, oder? Alter, die sind auf jeden Fall besser als ich. Starten. Das wird lustig. Starten! Das ist aber geil gemacht mit dem Boxen.
Es hat mehr Style als das andere. Es hat mehr Life. Das wäre doch mal geil. Stell dir mal vor, das ist in Berlin, Frankfurt, München, so ein Ding. Mit Boxen und so. So in so einem Neon-Tartan-Boden. Wäre das geil? Alter. Da ist er! Baller Karl Mosleitner. Sowas gibt's doch nicht in Deutschland, das ist aber geil. Wie macht Qual Texas? Bis jetzt ganz cool, besser als letztes. Irgendwie taugt es mir bis jetzt besser. Weil da ist nicht so Social Media Tube gelaufen. Irgendwie ist es ein bisschen schöner abgedreht. Schau ihn an. Das ist der Disco. Grand Wise Disco. Geil, das ist ja was. Oh ja, das werden wir verlieren. Moin, my long! Ah, ich muss den Disco verteidigen. Ganz andere Grafik. Ich. Oh shit. Der Disco. Oh, wir liegen schon zwei. Muss ich mir erstmal an die Perspektive gewöhnen. Also kein Wunder, dass ich nichts sehe. Oh krass, neuer Follower. Oh fuck. Oh, den Ball nicht gefangen. Oh krass, neuer Follower. Oh krass, und da musst du schnell runter. Fuck. War klar. Hey, Erkan, hallöchen, kannst du mich schon hören? Ja, Stefan, was geht? Servus. Grüß dich, du Ehrenmann. Schau mal, wie geil das ist. So ein Court wäre doch mal geil, oder? So schön poliert alles, hey. Spiel gerade gegen den Disco, der ist voll gut. Hau her den Ball. Gute Ballbewegung. Ey, die treffen aber nichts, die Jungs. Siehst du den Court? Siehst du das Spiel, das im Stream gerade? Oh, shit. Krass, wie schnell sind die im Angriff, ey. Oh shit, sorry. Hä? Machst du gerade andere Sachen oder redest du mit mir gerade? Nee, ich versuche gerade, ich will dich nicht ablenken und ich versuche gerade, meine Kamera zu aktivieren. Ja, dann mach vielleicht deinen Ton aus, was denke ich, oder keine Ahnung. Wenn du mit mir redest, ist okay, ansonsten bin ich ein bisschen verwirrt. Sorry, dann gehe ich kurz raus aus dem Discord. Cool, danke schön. Ich habe gerade einen Punkt gemacht, Leute. Und geblockt habe ich ihn auch. Shit. Immer habe ich einen Punkt gemacht. Ah, shit. Und Rebound. Mach gleich, zieh ihn gleich rein, Bruder. Ah, shit. Und runter, runter, runter. Oh, Kass, schau mal, wie schnell der unten ist, der Dude. Ja, den kann ich ja gar nicht so schnell verteidigen. Zieh ihn durch, Junge. Ah, der zieht ihn nicht durch. Block ich dich, block dich frei, ich block dich frei, Junge. Block dich rüber. Und die nächsten Punkte werden eigentlich. Und jetzt, der ist drin. Yes, sir! Wieder Punkte gemacht. Ui, schau, so wie Farben. Oh, Kindergarten, verwandelt wohl. Shit. Und wieder Punkte gemacht. Wieder Punkte gemacht. Wenn der einer den Laden reißt, dann nicht. Wo bin ich? Ah, oh, scheiße, habe ich aufgepasst. Ah, scheiße. Junge, zieh durch. Ah, runtergelaufen.
Komm, ich block dich, block dich, block dich. Ja. Der Disc mit der Tom oder John sind auch nicht so gut, ey. Jetzt lauf du dich mal frei. Rebound. Ah, shit. Du bist halt der NBA-Gott. Ist so krass, oder? Wie man das halt sieht, wie es halt in der DNA hat. Jetzt zieh durch, Junge. Genau. Ah, die anderen treffen aber auch nichts. Tom und John. Naja, trifft nicht. Shit. Deckel drauf. Die anderen haben uns voll im Grund und Boden gespielt, Junge. Die 6 Punkte habe ich gemacht von meinem Team. Die habe ich gemacht. Ich bin der Held im Erdbeerfeld, Tom Jones. Aber das ist geiler gemacht als bei dem anderen Game. Oder? Viel bunter, macht mir aber Bock, viel mehr Farbe. Er hat mehr Feeling gehabt jetzt. Bei dem anderen war es dann sofort gegen so, nichts gewonnen. Wie sie verdient. Immerhin, My Points bekommen. Need for Speed Vibes. Bisschen VC habe ich bekommen, okay. Fans, meine Brand, wie schaut's aus? Keine Ahnung, was ist. Also so viel Zahlen auf einmal, ey. Du hast verloren. Nee, ehrlich, oder? Ernsthaft. I know that. Dieses mir halt reindrücken, oder? Na gut. Quest abgeschlossen. Willkommen im Sunset Park. Immerhin. Warum ich dafür bekommen? Warum ich da was dafür bekommen? Der Sunset Park gefällt mir. Das ist gut. So, jetzt bin ich. Hallo, Schatzi. Ach, guck mal, Surfenbody. Da sind deine Crocs. Bruder, alles gut bei dich? Alles gut, Brudi. Ah, oh, nice Crocs. Da sind die Crocs. Bin, nice. Magic, Crocs, Magic. Mischief oder was heißt es? Mischief oder was? M-S-C-H-F, Mischief oder was? Misch-F. Mischief. Mischerficker, Mischerfucker. Mischerfucker. Da ist das da. Redeem for Bruno und Checklist. Neuer Follower ist da. Den kann ich redeemen, der ist dann eh gleich wieder weg. Checklist, redeem LeBron. Eventplan Friday. Ey, Digga, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe heute den ganzen Tag wieder rumgewurschtelt und ich habe ein Regal abgebaut und neu aufgebaut und alles. Es ist ein krasser Tag heute, aber ansonsten geht's gut. Du hast legal abgebaut. Was hast du? Darf man jetzt? Ja, ist es schon durch mit den Drogen oder was? Regal, nicht legal. Du hast legal abgebaut. Ja, Mann, nein, voll illegal, Bruder. Illegales Regal. Boah, ja, und dann dort die Gegend gefahren und hey. Ja, war mal wieder so ein krasser Tag. Aber ich freue mich heute hier auf den Chat und ich finde es voll geil, dass Deutschland beim Basketball einfach die USA besiegt hat. Wie krass ist das? Ach echt, und was? Jetzt hab ich doch vorher bei dir auch gehört, Mann. Ey. Ich habe das Spiel heute zufällig angeschaut. Ich habe mit meinem VPN habe ich bei Magenta reingeschaut. Ich habe das ganze Spiel, ich meine draußen 30 Grad, ich wollte eigentlich am Beach gehen. Aber da habe ich gedacht, boah krass, das funktioniert. Eigentlich müsste ich es mir jetzt angucken, ja. Und dann habe ich mir gedacht, schaue ich halt so 10 Minuten. Weil oh krass, neuer Follower. Wahrscheinlich machen sie wieder ein schlechtes Viertel und dann sind sie dann schade, aber immerhin gegen die US of A und so, ja. Ey, und dann haben die am Anfang gleich mal so geil geführt und gespielt. Krass. Ist echt die so. Haben das Ding einfach geholt. Ich meine, aber schon Schröder war halt MVP, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee? Die Geschichte ist die, beim letzten Spiel gegen Litauen hatte Schröder, das ist ein Team. Da hat der Schröder richtig scheiße gespielt beim letzten Spiel. Er hat so viel Ego gespielt und so scheiße gespielt und hat die anderen nicht mit ins Spiel genommen. Und die anderen sind mittlerweile halt auch NBA-Spieler und was weiß ich was. Die Wagner, ja. Vor allem der Fritz, Franz Wagner. Und Achtung, diesmal Abo-Falle. Seit der Prigozhin da nicht mehr. MP in oder? Action. MP in Action, ist ja schön. Dankeschön. Hallöchen, krass. MP, der Player, Masterplayer oder was? Dankeschön. und Achtung, er hat diesmal sehr erwachsen wir gespielt, wie man so auch gesagt Follower. Hat. Weil er hat wirklich am Anfang überhaupt nicht geworfen. Danke und für den Follow. Sondern hat die anderen machen lassen. Und er hat es als Teamleistung. Ja. Mega. Tipps, Clips, Germany, Hallöchen. Wie geht's, krass hier? Danke für die Clips ab und zu mal. Mega nice. Wir haben heute hier NBA gespielt. Und das war sehr geil, wie der Schröder sich zurückgenommen hat und die anderen Spieler. Der Spieler, der MVP ist der Obst. Nicht der Obst. Obst, okay. Obst. Der Obst. Obst. Und das ist eigentlich ein Spieler, der gehört in die NBA, spielt aber in der Euroleague. Und
Der Wagner ist halt wieder gesund. Gerne, danke Twitch-Chips, Görni. So geil, ohne Scheiß, macht einen guten Job. Und, die Wagner-Gruppe, die räumen halt auf, ne? Die Wagner-Gruppe, die deutsche Wagner-Gruppe in der NBA, Bruder. Die räumt auf, Bruder, da geht's überhaupt, da stellt sich keine Frage. Ja, Bayreuth war gestern, NBA ist jetzt am Start. Nein, die haben so geil gespielt. Und die Amerikaner ist wirklich, die USA, wenn du einen Fehler, die haben wirklich, es ging hin und her, das war ein sehr schnelles, sehr dynamisches Spiel. Also es war nicht so abwarten und so, sondern sehr dynamisch, nicht die Zeit runter ausgespielt, sondern das sagt auch das Ergebnis, 113 zu 111, das ist ein Ergebnis, was du hast, wenn wirklich viel gescored wirst. Der wow. Obst heute brutal. Wird er in die NBA getradet? Ich denke schon, dass der spielt in der Euroleague, dass den irgendeiner da rauskauft. Und es krass ist, dass es gab noch nie so eine gute deutsche Mannschaft, weil die in der Breite gut ist. Selbst wenn der Schröder mal runtergeht, wenn der Wagner mal runter, kommen die anderen rein. Und wer auch geil war, Daniel Theiss, mega gut, mega. Erkan, kann man gegen dich spielen bei NBA? Vielleicht irgendwann mal Crytexas, wenn ich besser bin. Ich glaube, es ist Crossplay diesmal. Das NBA 2K24 ist, glaube ich, Crossplay. Cool. Und es war einfach ein geiles Game. Und die Deutschen waren eigentlich so gut wie fehlerfrei. Und die kleinen Fehler, die sie gemacht haben, wurden aufgehoben durch die Fehler der Amerikaner. Die haben, glaube ich, in der ersten Hälfte zwei Ballverluste gehabt, die Amis, wenn du überhaupt. Auch wenig Fouls. Ja, meinst du, die Amis haben es zu sehr auf die leichte Schulter genommen? Nee, überhaupt nicht. Ich meine, natürlich, ein LeBron, ein Kevin Durant oder whatever, die haben natürlich das Game gechanged. Denn Sache ist ja die, dass die NBA diese Megastars nicht freigibt, weil sie sagen, was scheißt uns die Basketball-EM an? Wir wollen die für die NBA haben, ja? Ja. Genau wie bei den Grünen. Die Lang ist auch in der Breite gut. Ja, Mann. Immer schön auf die Grünen schimpfen und sich dann wundern, wenn man lauter Rechtsradikale im Bundestag hat. Das ist so eine Mode jetzt. Ja. Ob die jetzt einen guten Job machen, die Grünen, ja, aber da ist so, die Grünen, da kann man schon draufhauen, ne? Aber bei den Rechtsradikalen, dann sagt man, ja, also das war ja eine Jugendsünde und so. Und das ist ja alles halb so schlimm. Die wählen wir dann aus Trotz. Die Pseudonazis, die Fast-Nazis, die Bürgerlichen, die wählt man aus Trotz. Und die sich Mühe geben, die wählt man einfach aus Prinzip nicht, weil das ist der Endgegner. So viel dazu. Nee, Basketball war mega. Es war so ein geiles Spiel. Das beste Spiel einer deutschen Basketball-Nationalmannschaft wahrscheinlich ever. Also in den letzten 20 Jahren. Geil. Und Alter, freut mich, dass du die Chance hattest, es dir anzuschauen. Ja, war echt geil. Also die Amis mega schnell gespielt. Es ist so, dass die Amis prinzipiell schnelle, kleinere Spieler haben im Team. Und die Deutschen haben schon einen großen Kader. Und die Amis haben deswegen auch so schnell gespielt, weil sie gewusst haben, wenn sie länger jetzt ein Angriff dauert, desto mehr kommt die Größe der deutschen Spieler raus. Ja? Mhm. Weil dann stehen die halt da. Aber wenn du schnell hinrennst, den Ball laufen lässt und was weiß ich was, den Angriff schnell durchziehst, dann haben die Deutschen gar nicht die Zeit, aus der Offense in die Defense umzuschalten und sich zu positionieren. Aber wenn erstmal drei groß unterm Korb stehen, ist es halt nicht so einfach. Und die Amis auch, selbst, sag ich mal, die Spieler, die da waren, Wahnsinn teilweise. Echt Wahnsinn. Geil. Haben die Amis auch ein paar so bekannte Spieler geschickt oder haben die echt nur so zweite Reihe rübergeschickt? Ja, nicht zweite Reihe, aber jetzt nicht die Megastars. Ja, okay. Also schon Top-Spieler, schon auch First League, aber nicht so, nee. Zweite gerade hört sich ein bisschen fies an, ja, aber ist schon. Ja, ist ja geil. Hey, Deutschland ist, und dann weiß man schon, gegen wen sie dann quasi im Finale antreten müssen? Ja, Serbien, das steht fest. Sonntag, ich glaube um 2 oder sowas. Eigentlich bei Magenta, aber jetzt auch im ZDF. Boah, geil. Jetzt auch im ZDF. Jetzt haben sie es gecheckt, oder? Jetzt haben sie es gecheckt im ZDF. Ja, die haben die Rechte dann mit Tele. Also Magenta wollte wohl schon früher abgeben, aber ZDF hat sich wahrscheinlich gedacht, die zeigen sonst eigentlich um die Zeit Fernsehgarten oder dritte Liga oder sowas. 14:40 Uhr, der krasse Fiese. Ja, weil es wird nämlich Manila oder Japan. Wahrscheinlich Tokio, oder? Wo ist denn jetzt das Finale? Also mega. Also wirklich mega. Die Amis haben sich dann auch Mühe gegeben. Der Steve Kerr, weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du Steve Kerr? Ja, nee. Heißt er nicht Stephen Curry? Ist jemand anders, oder? Das ist der Spieler, ja. Steve Kerr, der hat früher mit Jordan zusammen gespielt in der legendären Bulls-Mannschaft. Ist ein relativ kleiner, weißer Dude. Mhm. Hat mit den Meisterschaften gewonnen und ist dann Trainer geworden von Stephen Curry. Golden State. Und ist eigentlich so der Trainer, die Trainerlegende. Und er ist so der Trainer von der Nationalmannschaft von den USA. Und der Miami Heat Trainer zum Beispiel, der ist nur Nebencoach. Ja? Also der ist der Second Coach. Weiß nicht, ob der für Ballhandling oder Tactics kann dazu schnell. Und selbst der, hast du schon gemerkt, so nach dem ersten Viertel gesagt, es ist jetzt nicht cool, dass wir zurückliegen. Und die Deutschen haben eigentlich immer geführt, bis auf zweimal, wo es even war, glaube ich. Oder tight. Also es war sonst aber immer geführt.
Und immer so mit 4 Punkten, 2, 4 Punkten, zum Schluss 10 Punkte. Dann sind die 10 Punkte hingeschmolzen in den letzten 3 Minuten, wo du gedacht hast, what the fuck? Du warst 12 Punkte, 10 Punkte, 8 Punkte, 6 Punkte und zum Schluss 2 Punkte. Punkte. Was für ein Thriller. Die Deutschen konnten, die Amis konnten werfen, haben daneben, also wurden geblockt oder daneben geworfen, keine Ahnung. Ball für Deutschland, faul. Und es waren halt noch eine halbe Sekunde zu spielen. Und man hat sich trotzdem gedacht, die Amis machen irgendwas. Diese 2 Punkte kriegen die vielleicht doch, die holen sich, keine Ahnung. Aber nee, dann haben sie es geschafft. Also es war, die letzten 10 Minuten ist der deutsche Vorsprung, die letzten 3 Minuten ist der deutsche Vorsprung dahin geschmolzen, weil die Amis, die haben halt fast fehlerfrei gespielt eigentlich, für das, was sie wollten. Die haben halt ein kleines, schnelles Kader gehabt und es war mega präzise. Die haben auch wirklich Sachen getroffen, unglaublich. Und die waren fast nicht. Viele Sachen, wo du gesagt hast, das kann man nicht verteidigen, was willst du machen? Aber die Deutschen sind cool geblieben und haben als Team geil gespielt, geile Rebounds geholt und es ist wirklich spektakulär gepasst. Was halt auch geil ist, dass so ein Spieler wie der Theis, so ein Brocken, ja, das ist so ein durchtätowierter 150 Kilo Brocken, keine Ahnung, 210 oder was der ist. Ihr wisst es besser. Wusste ich auch nicht, dass der mit dem Schröder schon seit Teenager befreundet ist und spielt. Die haben sich wahrscheinlich beim Jugendnationalkader schon getroffen oder sowas, kann ich mir vorstellen. Die kennen sich seit sie 13 sind, plus minus. Und das Geile ist, die sind halt mega eingespielt von den Moves her. Ja. Ja. Der weiß halt, jetzt geht der Schröder wieder zu tief an die Grundlinie. Ob das was wird, dann stelle ich mich mal lieber da an. Entweder passt er mich oder ich hole den Rebound. Also, aber ohne nachzudenken, so aus dem Gefühl raus. Das ist halt schon geil. Und es ist nicht so wie sonst bei deutscher Mannschaft. Du hast halt einen Schrempf, ja, und einen Blab oder halt einen Nowitzki. Sondern du hast halt wirklich in der Tiefe des Kaders, da merkst du die Jugendarbeit und die Talente treffen gerade aufeinander. Einfach eine geile Mannschaft. Das geil. Ist halt so. Cool analysiert, Bruder. Du kennst dich echt aus. Ja, ein bisschen. Hat halt Bock gemacht, ja, muss ich echt sagen. Ja. Kennst mich. Würdest du sagen, dass die Deutschen irgendwie so eine andere Art von System oder eine andere Art von Basketball spielen als die Amis? Oder ist es mittlerweile auf dem gleichen Niveau? Also Niveau ist ein Ding, Strategie und Taktik ist was anderes, ja. Generell also overall, Strategie und Taktik. Also overall von wie sagt man, von Potenzial her haben sie nicht umsonst, haben sie verdient gewonnen. Also vom Potenzial her hätte ich sogar gesagt, besser als die Amis, muss ich sagen, vom Potenzial her. Natürlich hat ein Obst total geil gespielt, aber es war immer, bei den Deutschen ist es immer so, wenn einer nicht so, der Schröder zum Beispiel hat wenig Punkte gemacht, weil er wusste, die anderen machen die heute und ich verteile die Bälle gut, ja? Mhm. Gutzi, ich sag mal so, danke für den schönen entspannten Stream. Ja, danke, dass ich nicht eskaliert bin. Einen schönen Abend, morgen, einen schönen freien Tag, einen Sonntag, du krasser Dude. Da spielen wir vielleicht China. China. Und vom Niveau her, mit diesem Kader sind die Deutschen, finde ich, haben sie mehr Potenzial. Und sie spielen einen anderen Basketball. Aber man muss dazu sagen, die Amis haben sich halt für so diesen schnellen Basketball entschieden mit kleineren Leuten. So eigentlich ein bisschen oldschool, finde ich. Und wirklich ohne jetzt einen großen. Und die Deutschen sind aber variantenreich geworden. Das heißt, die Großen treffen auch von außen. Okay. Das ist das Neue. Und nicht nur ein Großer trifft von außen. Also so ein Obst zum Beispiel, wo man sagt, also der Stephen Curry, den du gemeint hast, ja, das ist ein Typ, der einfach von überall trifft. Ja. Und das ist so ein neues Basketball, wo man sagt, scheiße, der trifft einfach immer von überall. Was willst du mit dir machen? Du kannst nicht, wenn du rausgehst, zieht er an dir vorbei, trifft. Wenn du unten bleibst, trifft er sowieso von draußen. Krass, so dieses 3-Punkte-Werfen, das ist ja mittlerweile echt... Das machen ja viele, oder? Ja, klar, da ist er der Oberking, aber wie gesagt, normal sagst du beim Dreier, so ein Großer schafft auch keinen Dreier, also wenn der Große erstmal drauf, oder der ist ja nicht so groß, aber entweder schnell oder Dreier oder unterm Korb, aber der Steph Curry kann das einfach, Stephen Curry von überall. Und der Obst zum Beispiel war heute auch so, dass du gedacht hast, das gibt's doch gar nicht, Mitteldistanz, Weitdistanz, Dings, und dann weißt du, du musst dich ja immer entscheiden, gehst du raus, verteidigst den oder verteidigst dich tief, also näher am Korb. Aber du kannst ja nicht fliegen, weißt du, was ich meine, weil, stehst du? Ja, ja. Weil du willst ihm hinterher verteidigen, aber da stehen ja schon welche in der Zone vielleicht und deswegen musst du einen Schritt zur Seite machen. Aber der läuft außen rum und trifft dann, weißt du, was ich meine? Der streift gerade seinen Verteidiger oder dich an dem nächsten Spieler ab. Ja, verstehe, was du meinst, ja. Also, du bist jetzt links, ja? Und also du bist der Verteidiger und den du verteidigst, der ist links, jetzt links an der Seite, ja? Jetzt rennt er zur Mitte. Aber um den Weg zu machen, der eigentlich kürz ist, wirst du aber aufgehalten, weil da stehen schon Leute, also wirst du quasi abgedroppt oder also abgeschliffen. Ja. Und dann ist der kurz. Dann hast du gar keine Chance, den weiter zu verteidigen. Ja, weil und der trifft aber von da draußen. Und gerade hast du aber den noch treffen müssen von innen, weil du gedacht hast, nee, er unterm Korb und der ist auch so fucking flint und schnell ist, das kannst du nicht verteidigen. Und
solche Spieler haben wir mittlerweile auch. Und wir haben auch dann so ein Obst. Und wenn der dann. Und wir haben aber auch einen Schröder, wo du sagst, der packt sich da ein Herz und zieht einmal durch und macht den Punkt. Und wenn er nicht macht, dann gibt es einen großen, zwei, drei große dynamische, athletische Center, sag ich mal, oder Powerful, die den Ball, der eigentlich schon weg ist, trotzdem nicht nur den Rebound holen, sondern aus dem Boden, vom Boden noch aufdroppen oder sowas. Also wirklich, krass. Deswegen, die in der Breite einfach gut sind und die nicht nur ein System haben und so behäbig spielen, sondern das, die Schnelligkeit, die Amis waren nochmal eine Spur schneller, die sind unglaublich schnell. Und die haben eine Ballsicherheit, die die Deutschen aber mittlerweile auch haben. Also früher war es so, da hat so ein Deutscher einen Ball nach vorne getrippelt, so schulmäßig, und du hast halt gewusst, okay, der kann auch mit der linken, aber auch nur 80% von dem, was er mit der rechten kann. Und ja. Jetzt ist es so, dass eigentlich fast alle deutschen Spieler und vor allem die Point Guards blind mit dem Ball 110% alles machen können. Geil. Also das macht das Spiel halt sehr schnell, sehr professionell, dynamisch und eröffnet brutale Möglichkeiten. Ja, weil früher ist gesagt, ja, der ist groß, der kann nicht dribbeln. Oder der ist klein, aber der schafft nichts unterm Korb. Und das ist jetzt alles anders. Das ist geil. Also Deutschland kann voll mitspielen. Kann voll mithalten. Muss Favorit, sich nicht mehr verstecken. Spielt nicht mehr so Schule. So Schulbasketball. Du merkst auch bei den Spielern, die jetzt NBA erfahren sind, die Wagner-Brüder, der Theis und der Schröder, dass die total abgebrüht sind. Also es gibt kaum eine Situation, wo die jetzt nervös werden. Die sind voll im Film. Die spielen, meiner Meinung nach, sind es echt Spieler, die nicht mit dem Kopf spielen, sondern echt den Kopf zwar dabei haben, weil sie wissen, was sie tun, und aber mit Blut, mit Herz spielen. Die sind voll im Tunnel. Die sind voll im emotionalen Gamer. Die wollen gamen, die wollen spielen. Die wollen ihr Ding machen. Ja, so was der Geil. Jordan gemacht hat, der Jordan hat ja jetzt nicht immer groß überlegt. Der hat sein Ding gemacht, der wollte einfach gamen. Der hat die DNA gehabt, ich will gewinnen und ich habe die Skills im Blut und ich ziehe das durch, ich kann das einfach. Geil, Selbstbewusstsein, Ehrgeiz, Erfahrung. Ja, die Erfahrung hast du, die musst du nicht intellektuell abrufen, sondern die hast du einfach. Und das merkst du, diese Erfahrung von diesen Spielern, weil die halt viele NBA-Spiele in sich haben. Und schon auch, wenn dann irgendwie so ein Typ kommt, der ins Ohr flüstert, oder wenn zum Beispiel Einwurf ist, hat man so gesehen bei dem Ball, ich glaube, war das beim Franz Wagner, da war so ein Verteidiger von den Amis, der hat ihn halt mega mit der Brust immer so von hinten so bedrängt. Ja, und alles, was noch möglich ist, also irgendwie den aus dem Gleichgewicht gebracht. Und es hat ihn zwar genervt, aber das war der aus der NBA halt mega gewohnt. Der hat halt gleichzeitig er hat halt dann immer so einen kleinen Minischritt nach rückwärts gemacht und entgegengedrückt mit seiner Masse, mit seinem Körper, so leid es halt noch geht. Also körperlich seine Präsenz gezeigt und nicht so, oh krass, ich wackel mit meinem dünnen großen Ärmchen rum, sondern voll körperlich gesagt, hier bin ich und ich hole mir jetzt noch mehr Raum. Stehst du? Ja. Erkan Sadovent, Begeisterung, Leidenschaft für den Sport. Ist so. Deswegen wahrscheinlich sind auch die Deutschen früher auch ein bisschen eingeschüchtert gewesen, so vor dem Übergegner Amerika, oder? Das spielt doch bestimmt auch noch eine Rolle, oder? Ja, weil die halt abgebrüht waren. Also weil die halt so Situationen haben, das haben die halt x-mal gespielt. Also es ist einfach härterer, schnellerer, tougherer Basketball. Das ist einfach, war es früher. Und jetzt sind halt die Spieler in der NBA, mindestens vier NBA-Spieler, die aber nicht so, früher hatten wir einen NBA-Spieler und zwei, die wahrscheinlich bald wieder so von der Bank nach Hause nach Deutschland müssen. Und jetzt die Wagner-Brüder haben sich mega etabliert, vor allem der Franz. Und der Schröder voll, ich meine, der ist jetzt, glaube ich, Lead. Der wird jetzt der Leader in Toronto und hat neben LeBron sich gut bewährt und hat überall Verantwortung. Die Spieler übernehmen alle Verantwortung, ohne dass sie sagen, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen, sondern das machen die einfach. Okay. Also das ist mein Feeling. Können andere anders sehen, aber deswegen haben die also mega einfach können. Die stehen da wie eine Eins. Wenn das Game läuft. Ja. Sie haben wohl sonst immer Probleme gehabt im ersten Viertel, bis sie warm werden, weil sie es wohl nicht zu ernst genommen haben. Keine Ahnung. Aber diesmal haben sie die Amis mega ernst genommen und haben auch nicht nur Glück gehabt. Also es war auch wirklich so. Natürlich, der Obst hat auch, aber das ist nicht das erste Mal, dass der so spielt. Der hat diese Qualität. Roller Dicey. Die Europäer haben in den letzten Jahren halt extrem aufgefüllt, finde ich. Ja, die haben alle auch aufgeholt. Wirklich alle Länder haben nicht nur einen Paul Gasol oder einen Dings oder Tony Parker, sondern die Franzosen sind gerade nicht so toll, aber die haben alle in der Breite tendenziell ein großes Kader, weil die halt gute Jugendarbeit machen. Und du merkst es, dass aus Deutschland, Alba, Bayreuth früher noch, Weinberg, auch München mittlerweile, dass das aus Deutschland eine gute Jugendarbeit kommt. Das zeigt jetzt Früchte. Erkan, machst du am Sonntag Kommentator für uns, so wie auf Fußball? Nee, das ist nachmittags. Glaube ich nicht. Besser als jeder Sportmoderator. Danke, Borsti. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin auch dann zu sehr im Game drin. Keine Ahnung.
Vielleicht guckst du es dir einfach an und genießt einfach. Ja, okay, vielleicht gucke ich es mir an. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze Woche keine Sonne gesehen. Mal gucken, wie der Tag morgen läuft. Ich will einfach mal keinen Termin haben. Ja, ja. Oder es mir in Ruhe anschauen beim Bierchen oder sowas und selber mitfluchen. Genau. Hey, danke für diese mega kompetente Zusammenfassung und auch die Wiedergabe von deinen, sag ich mal, deine Einblicke oder deine Analyse oder deine emotionale Betrachtung. Ey. Super, du merkst mal voll, wie du dich auskennst. Ja, so, was heißt auskennen? So sehe ich es halt. Kann ja auch sein, dass ich Schrott rede, ja, aber so sehe ich es halt. Ja, aber es merkt keiner, weißt du? Ja, das ist der Trick, oder? Boah, krass. Jetzt geht mir aber langsam ein Text, den ich mir aufgeschrieben habe, aus. Ey, das NBA-Game hat jetzt auch Bock gemacht. Ist irgendwie besser. Irgendwie ist es smoother als das letzte Mal. Geil, dass das heute zufällig rausgekommen ist. Voll zufällig. Ja, das ist echt geil. Ja, was ist passiert? Ist abgestürzt. Keine Ahnung. Mein PC hat rausgeschossen. OBS war aus, oder? Gestern hatte ich tatsächlich so einen Oldschool-PC-Moment, muss ich echt sagen. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht muss ich mal wieder die USB-Energiezufuhrstecker checken. Keine Ahnung. Aber passt schon. Cool, ja, dann sind wir ja wieder da. Du bist da. Bin da. Freut mich, dass wir wieder über den Server streamen. Wie geil ist das denn? Nice. Ja, da kann so mein Schluss beginnen. Das ist ein bestimmter Moment. Denke ich auch, Brinky. Verstehe, aber wäre schön. Da ist der Stefan. Also, dann bedanke ich mich natürlich bei den Moderatoren. Vielen Dank. Bei Blue Eyes war da. Wer war das nochmal? Kai McCoy war da, oder? Mit der First Boomer. Christoph Pan. Dankeschön. Weil er die Leidenschaft mitgeteilt hat. Und dann gebe ich rüber zum... der ist eh schon da, Stefan. Bin ich schon da. Also, ja, kann man es gut machen. Eine Folge von Dings an. Da habe ich jetzt Bock drauf.